Mari Jokac von der SPD als erste Frau eine Rede im Parlament gehalten. Heute scheint es selbstverständlich, dass Frauen in den Parlamenten vertreten sind, aber wir sind bei weitem noch nicht angemessen vertreten. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dass dieser schlichte, aber bedeutsame Satz unser Grundgesetz ziert, dafür hat 1949 die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert gesorgt. Und sie hat damit den Grundstein dafür gelegt, was viele tolle SozialdemokratInnen nach ihr an der Seite der Frauenbewegung durchsetzen konnten und bis heute durchsetzen. Einiges davon wird unsere Bundesfrauenministerin Franziska Giffey in ihrem Talk nachher sicher ansprechen. Dass der Internationale Frauentag in Berlin ein Feiertag ist, das hat übrigens auch die SPD gemacht. Frauen bekommen nichts geschenkt, nicht im Beruf und nicht in der Politik, ganz im Gegenteil. Und daran erinnert der Equal Pay Day. Bis zum 10. März arbeiten Frauen quasi ohne Lohn, denn sie verdienen, wie gesagt, 19% weniger als die Männer. Im EU-Vergleich belegt Deutschland damit einen der ganz hinteren Plätze. Für uns ist ganz klar, wir wollen gleiche Löhne für gleiche und gleichwertige Arbeit. Und die Männer in der SPD unterstützen uns dabei. Wir wollen aber nicht nur die Hälfte vom Kuchen. Wir wollen auch die Hälfte der Macht. Auch in den Führungspositionen der Unternehmen und in der Politik müssen Frauen gleichberechtigt vertreten sein. Die SPD hat seit Dezember 2019 ihre erste Doppelspitze mit Norbert und mit mir als Parteivorsitzende. Gleichberechtigte Führung ist also möglich und ist zeitgemäß. Zu Equal Pay und Equal Power haben Norbert und ich übrigens einen Podcast aufgenommen, der am Mittwoch erscheinen wird. Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir euch die Mitglieder gefragt, was bedeutet Respekt für euch? Was ist in unserem Zukunftsprogramm besonders wichtig? Welche Themen müssen wir heute noch unbedingt ansprechen? Wir haben sehr, sehr viele Antworten bekommen. Einige möchte ich mit euch teilen, die exemplarisch dafür stehen, was euch bewegt. Da heißt es, Corona hat die Situation der Vereinbarkeit von Beruf und Sorge und Familie für Kinder und pflegebedürftige Eltern nochmal verschärft. Mental Load ist der Begriff dafür, worum Frauen sich gleichzeitig kümmern müssen. Homeoffice mit kleinen Kindern auf dem Schoß, Homeschooling, all die Organisation und dann noch der Haushalt. Wahnsinn, was Frauen in den sozialen Berufen leisten. Ohne die würde unsere Gesellschaft kollabieren, sagt ein Mann. Das wird viel zu wenig gewürdigt. Und noch jemand sagte, wir müssen Altersarmut bei Frauen bekämpfen. Wer immer nur Teilzeit oder gar in Minijobs arbeitet, landet im Alter in der Grundsicherung. Was uns die Mitglieder da reingegeben haben, das hat etwas gemeinsam. Frauen müssen den Respekt erhalten, den sie verdienen. Und für diesen Respekt steht unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er tritt für die moderne Gleichstellungspolitik an, die unser Land braucht. Und deshalb freut es mich riesig, lieber Olaf, dass wir heute deine Ideen für mehr Gleichstellung im 21. Jahrhundert hören und debattieren. Ist die Gleichstellung von Männern und Frauen. Und das hat einen normativen Hintergrund, der steht sogar im Grundgesetz, aber es hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, nämlich, dass die Normen mit der Wirklichkeit an vielen Stellen überhaupt nichts zu tun haben. Gleichberechtigung ist eine Aufgabe, die unverändert sich stellt und bei der wir ganz klar sagen müssen, es ist völlig unakzeptabel, dass nach so vielen Jahren, dass nach so vielen Jahrzehnten es immer noch nicht gelungen ist, wirkliche Gleichstellung durchzusetzen. Deshalb ist es eine Frage des Respekts in unserer Gesellschaft, dass wir dies zu einem gemeinsamen Anliegen von uns allen machen, von Frauen und von Männern, dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland ein Land ist, in dem Gleichstellung Realität ist, nicht irgendwann in einer fernen Zeit, sondern in dem Leben, das wir selber noch beeinflussen können. Und das ist die politische Aufgabe, vor der wir jetzt stehen und die in diesem Jahrzehnt unbedingt realisiert werden muss. Gleichstellung, das ist eine Sache, die etwas damit zu tun hat, dass wir aus der Tatsache, dass Männer und Frauen immer die Hälfte der Menschheit und auch der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind, die Konsequenz ziehen, dass sie auch gleichen Einfluss, gleiche Macht haben müssen, gleiche Möglichkeiten und gleich bezahlt werden. Ganz wichtig ist, dass wir die Frage der Arbeit und des Lebens in der Familie dabei immer mit im Blick haben. Das ist schon gesagt worden.
Care-Arbeit ist sehr unumfangreich verteilt. Und deshalb ist es im Interesse aller Familien, der jungen Frauen und der jungen Männer, dafür Sorge zu tragen, dass in Deutschland die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die Möglichkeiten der ganztägigen Unterstützung von Kindern bei ihrer Entwicklung ausgebaut werden. Ich bin also fest davon überzeugt, dass wir alles dafür tun müssen, dass in diesem Land ein flächendeckendes Angebot an Krippen, Kitas, am Ganztag in den Schulen durchgesetzt wird, dass es Realität wird. Überall da, wo es in Deutschland schon gemacht worden ist, merkt man, dass es einen guten Effekt, eine gute Wirkung hat auf die Lebenssituation der Familien in Deutschland und auf die Gleichstellung und die Chance von Frauen, sich in dieser Gesellschaft zu entwickeln. Es ist etwas, das dringend auf der Tagesordnung steht und das unbedingt jetzt zur Realität gebracht werden muss, dass wir das hinbekommen in Deutschland. Für mich gehört auch eine bessere Bezahlung von Frauen dazu. Das Gender Pay Gap darf nicht eine Sache sein, auf die man jedes Jahr zurückkommt und an die man sich jedes Jahr einmal neu erinnert. Es ist ein Skandal und das muss geändert werden. Es hat viel zu tun damit, dass Frauen und Männer, die gleiche Tätigkeiten ausüben, immer noch unterschiedlich bezahlt werden, obwohl das längst nicht legal ist. Deshalb ist es wichtig, dass Frauen sich informieren können, dass sie ihre Möglichkeiten nutzen, das rauszukriegen und dass sie sich dagegen zur Wehr setzen können. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass gerade in den Berufen, die sehr häufig von Frauen ausgeübt werden, die Bezahlung besser wird. Denn das ist kein Zufall, dass gerade dort die Löhne schlechter sind, in den vielen Bereichen der Pflege zum Beispiel. Und es muss sich deshalb ändern. Deshalb bin ich dafür, dass die Löhne in der Pflege steigen. Das wird dazu beitragen, dass Frauen besser bezahlt werden. Deshalb bin ich dafür, dass zum Beispiel die Löhne im Lebensmittel-Einzelhandel und im Einzelhandel steigen, denn das wird vielen Frauen bessere Löhne garantieren und ermöglichen. Und für mich zählt auch dazu, dass wir sicherstellen, dass es eine Grenze nach unten gibt, die vor allem Frauen nützt, wenn man die Zahlen richtig betrachtet, nämlich ein Mindestlohn, der viel höher ist als heute in Deutschland. 12 Euro ist der Maßstab, den ich richtig finde. Frauen sind die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, der Menschheit. Aber das heißt auch, dass sie die Hälfte der Macht beanspruchen dürfen und müssen. Und aus meiner Sicht bedeutet das, wir dafür Sorge tragen müssen, dass das auch so wird. Wie sehr das eine Machtfrage ist, das merkt man an dem Widerstand, der immer wieder überwunden werden muss. Nur gegen Widerstand konnte in jüngster Zeit durchgesetzt werden, dass es eine Quote für Frauen in Aufsichtsräten von Unternehmen gibt. Ich erinnere mich noch, weil ich als Hamburger Bürgermeister zusammen mit der gesamten Landesregierung einen Gesetzesantrag in den Bundestag eingebracht habe, der das umsetzt und das auf den Weg bringt. Das war ein großer Schritt. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht und setzen durch, dass auch eine Quote für Frauen in den Aufsichtsräten, in den Vorständen der größten Unternehmen Deutschlands Realität wird. Eine Frau in diesen etwa 40 Unternehmen. Und was für ein Widerstand. Ich finde, es ist gut, dass wir diesen Widerstand überwunden haben. Und ich finde im Übrigen auch, es ist nur ein Zwischenschritt, denn mit der Hälfte der Macht hat das ja noch nichts zu tun. Aber es zeigt, dass man sich nichts vormachen darf. Wenn wir wollen, dass Gleichstellung in Deutschland etwas wird, dann müssen wir dafür auch kämpfen und müssen Widerstände überwinden. Das wird noch lange so bleiben. Vielen Dank, Olaf. Ja, herzlich willkommen nochmal alle Zuschauerinnen und alle Zuschauer, die sich jetzt dazugeschaltet haben. Wir sprechen heute über mehr Gleichstellung aus Respekt. Und Olaf hat es gerade gesagt, über faire Arbeitsbedingungen, faire Löhne und faire Verteilung der Macht in einer bunten Gesellschaft. Darum geht es heute. Und wir haben ein Hashtag, also bitte bespielt gerne unsere Social-Media-Kanäle und beteiligt euch auch darin an der Debatte. Hashtag Erste sein. Und Erste sein, lieber Olaf, das war auch die SPD gemeinsam Erste sein mit der Vorstellung des Wahlprogrammes, die Titelschlagworte Zukunft, Respekt und Europa. Und wir wollen uns jetzt mal das Wort Respekt daraus nehmen. Gleichstellung und Respekt ist das Thema des ersten Talks. Und ich freue mich, dass du jetzt auch hier im Studio mit uns diskutierst. Saskia Esken wird dabei sein. Und
Und ich freue mich, dass wir jetzt noch zwei weitere Teilnehmerinnen begrüßen dürfen. Ach ja, ich sehe schon, zugeschaltet ist Rayan Shaheen, Dr. Rayan Shaheen, auch alias Dr. Bitray oder Lady Bitray. Hallo, herzlich willkommen. Sie sind Autorin, Sie sind Rapperin, Sie sind promovierte Linguistin, Sie sind Performance-Künstlerin und noch einiges mehr und kämpfen auch für die Frauenrechte. Herzlich willkommen und ich freue mich auch, vielleicht ist jetzt schon in der Leitung Frau Jagoda Marinic zu begrüßen. Erstmal noch nicht da. Prima, wir machen. Aber doch, ich bin schon da. Ach so, prima, wir können das Bild jetzt gerade noch nicht sehen. Aber dann herzlich willkommen, Frau Marinic. Sehr schön, dass Sie auch dabei sind. Autorin, Kolumnistin, da ist sie. Jetzt können wir sie auch sehen. Prima. Kolumnistin für die Süddeutsche Zeitung unter anderem und Kulturmanagerin. Herzlich willkommen. Wir steigen ein. Danke. Respekt und mehr Gleichstellung. Du bist mit 17 in die SPD eingetreten und insofern auch viele Jahre durch die ASF, durch die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen sozialisiert worden. Würdest du dir wünschen, könntest du dir vorstellen, auch mal einen Tag in der Politik als Frau zu erleben, vielleicht als Kanzlerkandidatin? Und welche Form des Respekts würdest du dir denn von deinen menschlichen Kollegen dann wünschen? Ich kann mir das ja nur vorstellen, aber ich glaube, dass man sofort merken würde, dass ich auch sofort merken würde, dass das einen Unterschied macht. Denn das merkt man auch heute noch im Alltag ununterbrochen, dass unterschiedlich zugehört wird und dass unterschiedlich ernst genommen werden. Und deshalb hat Respekt jetzt in dieser ganz konkreten Realität politischer Arbeit auch immer was mit Augenhöhe zu tun und dass die Ernsthaftigkeit der Anliegen auch akzeptiert wird. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn einige Männer, wenn Frauen einen Vortrag gehalten haben, etwas verlangt haben, etwas gefordert haben, immer so gütig gelächelt haben. Das ist immer auch ein Ausdruck von Abwertung, den ich da wahrnehme. Und ich bin ganz sicher, dass mir das auch begegnen würde. Und deshalb wäre das eine wichtige Erfahrung, das zu machen. Aber ich weiß auch, dass es so ist und habe mir fest vorgenommen, dafür Sorge zu tragen, dass sich das ändert. Im Übrigen ist meine Erfahrung, dass das auch immer etwas damit zu tun hat, wie viele Frauen auch da sind. Also das Durchsetzen der Quote, das ja auch in der SPD eine heftige Debatte im Vorfeld hatte, das war sehr umstritten, weil es so eine Machtfrage war. Es ist gut, dass wir das gemacht haben und ich bin fest entschlossen, ein Kabinett zu bilden, Kanzler einer Regierung zu sein, in der die Hälfte der Mitglieder des Bundeskabinetts Frauen sind, weil es sich sonst nicht so leicht ändern ließe, auch im Alltag. Frau Marinic, ist das die Realität? Die Frauen bekommen ein müdes Grinsen oder werden auch letztlich so abgewertet, dass ihnen gar nicht zugehört wird? Wie sehen Sie das aktuelle Frauenbild in der Gesellschaft derzeit? Sie sagen, durch die Pandemie oder die Pandemie frisst die Frauenrechte. Wo stehen die Frauen aktuell? Naja, also die UNO spricht ja eigentlich von einer zweiten Pandemie, nämlich die Folgen für das, was Frauen durch Corona erleben werden. Ich würde jetzt aber gar nicht so stark bei diesen ganzen Themen, die uns sicher auch beschäftigen werden, nämlich Retraditionalisierung und was im Moment geschieht durch Homeschooling und die Kinder zu Hause lassen, sondern zurück zu der Frage, ob Männer müde lächeln, wenn Frauen reden. Und ich glaube, die Stufe haben wir eigentlich überwunden. Ich glaube, Frauen haben sich gerade in diesem Jahr sehr viel öffentlichen Raum zurückerobert. Ich glaube, viele Frauen waren alarmiert, als man gesehen hat, die Zahl in den Parlamenten geht zurück. Also die Zahl der Frauen in den Länderparlamenten geht zurück. In den Kommunen sind immer weniger Frauen in politischer Verantwortung. Es gab mal eine Zeit am Anfang der Frauenbewegung in der 60er, da gab es auch mehr Bürgermeisterinnen. Das hat sich wieder zurückentwickelt. Und sehr viele Frauen durch verschiedene Generationen hinweg haben verstanden, wir brauchen jetzt eine ganz andere Solidarität, um gemeinsam zu verhindern, dass diese Pandemie dafür sorgt, dass wir 30, 40 Jahre zurückgeworfen werden, was uns trotzdem droht. Denn wenn wir das Bild größer machen und nicht über die Etagen, die Führungseliten sprechen, sondern über die Frauen, die jetzt trotz Corona an den Kassen sitzen, die Reinigungskräfte, die Eingewanderten, die Frauen ohne deutschen Pass. Also wir haben hier ein ganz breites Feld, wo wir, glaube ich, noch viele Themen auf die Agenda bringen müssten. Und das werden in den meisten Fällen Frauen sein. Und ich glaube nicht, dass die Männer sich derzeit leisten können, darüber müde zu lächeln, weil die Frauen sind an wichtigen Schlüsselpositionen in dieser Gesellschaft. Und sie haben in weiten Teilen verstanden, dass wenn man jetzt nicht einschreitet, diese Pandemie die Zukunft
der nächsten Generation verändern wird. Was erwarten Sie denn konkret von der Politik von einer fortschrittlichen Partei, von der SPD, um die Gleichstellung der Frau mit zu begleiten, konstruktiv? Also ich erwarte grundsätzlich immer das meiste. Also ich bin nicht sehr genügsam und ich würde mir von der Sozialdemokratie immer erwarten, dass sie das Soziale zuerst denkt, also dass sie wirklich die Gesellschaft als Ganzes im Blick hat. Und Frau Esken hat am Anfang gesagt, auf welche Geschichte sie da sitzen. Das ist eine Geschichte, die hat bis heute uns alle geprägt. Also das Frauenwahlrecht gab es nicht. Also was für revolutionäre Gedanken sich diese Frauen damals gemacht haben. Bis heute gibt es von Schwimmbädern bis zu Gemeindehäusern Frauen, die damals die wunden Stellen ihrer Gesellschaft erkannt haben, unterprivilegierte Situationen zu definieren wussten, dafür politische Agenda geschaffen haben. Und ich denke immer, dass wenn ich von der SPD etwas will, dann dieses Bündnis zwischen Menschen in elitäreren Positionen und Menschen in weniger privilegierten Situationen. Also ich wünsche mich, dass das da ein ganz großes Bündnis gibt. Also wenn ich jetzt ein Programm lese und da geht es um Führungskräfte, Quoten, das finde ich auch wichtig, aber ich will noch stärker einen Zusammenschluss spüren, dass diese SPD über Alleinerziehende genauso, also sie denken auch drüber nach, aber ich will es noch stärker spüren, ja. Also die Altersarmut der Frauen, warum sind Frauen von all diesen kapitalistischen Deformationen so betroffen? Und wenn sie sagen, wir wollen die Hälfte der Macht, dann stimmt das so nicht. Ich will die Hälfte einer anderen Macht. Ich will eine Neuentwicklung der Macht. Denn wir haben im Moment eine Macht, die ist zutiefst dysfunktional. Die hat einen Raubbau an der Erde betrieben. Wir stehen vor der Klimakrise. Diese Macht ist in einem Gewand angekommen, mit dem ich eigentlich nicht rumlaufen möchte. Das heißt, wenn ich mir etwas von einem Feministen muss und der Gleichstellung wünsche, dann, dass sie wirklich Gesellschaft so grundsätzlich neu und mutig denkt, wie die Frauen, die vor 100 Jahren ein neues Wahlrecht gefordert haben. Dass die waren ja höchst radikal, zu sagen, wie kommt ihr auf die Idee, dass wir nicht die gleichen Rechte haben? Das heißt, ich will viel mehr als die Frage, ich will da auch eine Frau in diesem Vorstand, sondern ich will grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen dieser Gesellschaft artikuliert wissen und zurückgehen zur Frage, warum es so viel Geld gibt auf der Erde und trotzdem so viel Armut. Das sind für mich so die grundsätzlichen Fragestellungen und schon global zu denken, also auch immer auf dem Bewusstsein, egal wie schwer Frauen es hier haben, wir stehen immer auf dem Rücken von Frauen in weitaus ärmeren Ländern. Also dass wir als Sozialpolitik hieß für mich auch immer die globalen Zusammenhänge zu verstehen. Und da will ich so eine Vibration, dass ich das spüre. Und ich finde auch Respekt ein gutes Wort, ein wichtiges, aber ich denke immer im Grundgesetz ist die Würde. Und wenn wir uns da so daran erinnern und immer diese Brücke schlagen, weil die Würde der Menschen unantastbar ist, müssen wir alle genug Respekt haben, sie so zu bilden, dass sie verstehen, was die Leistung des Einzelnen ist, was die Rolle des Einzelnen ist, was der Wert des Einzelnen ist. Also diese vielleicht auch absolute Radikalität, die diese Frauen vor 100 Jahren hatten, als sie auf die Idee kamen zu fragen, wie kommt ihr eigentlich auf die hirnrissige Idee, dass wir nicht wählen sollen dürften? Wie kommt ihr auf die hirnrissige Idee, dass hier Menschen arm bleiben müssen? Also ich wünsche mir radikale Wurzelfragen, die schon auch viel mit diesem kapitalistischen System der Verteilung und der Art und Weise, wie Macht derzeit ausgeübt wird, sozusagen die globalen, auch Klimabedingungen, Klimafragen und Umverteilungsfragen und eben auch dieses Erste sein. Ich will auch Erste sein, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht in eine Leistungsverliebtheit hochschaukeln, ja. Also es geht ja auch manchmal dürfen und trotzdem nicht abgehängt zu werden. Für die Gesellschaft als Ganzes, aber die Hälfte einer anderen Macht. Saskia nickt fleißig, während Sie gesprochen haben, Frau Malinic. Saskia, wie radikal ist denn die SPD jetzt mit dem Wahlkampfprogramm und welche Instrumente hat die SPD, hat die Politik zur Verfügung, um da jetzt was voranzubringen? Ich glaube, es wäre jetzt nicht richtig, auf diesen sehr umfassenden Appell von Frau Marinic mit Einzelinstrumenten aus dem Zukunftsprogramm zu antworten, sondern es muss darum gehen, nochmal deutlich zu machen, dass wir uns mit den notwendigen Veränderungen in diesem Zukunftsprogramm ganz intensiv beschäftigen, sowohl mit der notwendigen Gestaltung
des Klimawandels und dem Stopp der Erderwärmung, als auch der Gestaltung der Digitalisierung, die ja auch einen wahnsinnigen Umbruch für unsere Welt auch bedeutet und wo wir gemeinsam auch für sorgen wollen, dass diese Umbrüche erstens demokratisch gestaltet werden, sodass auch alle daran teilhaben können und alle auch Einfluss nehmen können. Und das führt eben dann auch zu einer anderen Wahrnehmung der Macht. Das ist schon richtig. Da wird sich auch was verändern, schon allein durch die Digitalisierung, die dadurch entstehende Transparenz in Teilen, da wo sie nicht mehr verhindert werden kann, wo sie nicht mehr abgewehrt werden kann, entsteht ja ganz viel Veränderung auch in der Macht und wird Macht auch in Frage gestellt. Und das ist eine grundsätzlich gute Entwicklung, die wir aber dann gestalten müssen, damit wir auch Positives daraus beziehen können. Und die Überwindung der Ungleichheit, sowohl der Teilhabe als auch der Vermögen, als auch der Chancen, der Einkommen sind ganz wichtige Punkte und ganz wichtige Grundlagen dafür, dass wir die Veränderung überhaupt erfolgreich gestalten können. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir Gleichstellung von Männern und Frauen, die Überwindung von Diskriminierung und gleiche Teilhabe für alle auch als Basis sehen dafür, dass uns Veränderung überhaupt gelingen kann. Denn in einer zersplitterten und in einer ungleichen Gesellschaft wird uns das nicht gelingen. Und es ist notwendig. Diese Zukunftsaufgaben stehen an, die finden auch statt, auch ohne unsere Gestaltung, aber dann nicht zu unserem Guten. Und ganz klar ist immer auch der Aspekt der internationalen Gerechtigkeit unbedingt zu sehen. Was ich sehr faszinierend finde, ist, dass wir in den letzten Jahren ja über die Frage der Umverteilung beispielsweise viel gestritten haben. Mittlerweile habe ich wahrgenommen, letztes Jahr im World Economic Forum wurde eine Studie vorgestellt. Das ist ja nun nicht ein Hort des Antikapitalismus, Davos. Wurde eine Studie vorgestellt, die deutlich gemacht hat, wie schädlich auch für die Volkswirtschaft insgesamt die Ungleichheit ist. Eben diese Ungleichheiten, die ich ansprach, sowohl der Vermögen als auch der Einkommen, als auch unbedingt der Chancen. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Bildungssystem jetzt, das ähnlich wie die Familien ziemlich unter die Räder gekommen ist in Zeiten von Corona, sehr, sehr gut gestärkt wird, damit die junge Generation auch aus dieser Pandemie mit guten Perspektiven rauskommt. Im Moment ist da viel Verzweiflung und viel große Sorge um die Zukunft. Und diese Sorge trägt natürlich auch die jungen Frauen und jungen Mütter, die jetzt so stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind, auch in ihrer Partnerschaftlichkeit. Und das sind Dinge, die wir jetzt auch ganz akut angehen müssen. Insgesamt enthält dieses Programm, dieses Zukunftsprogramm, das wir aufgestellt haben, das wir vorgestellt haben am Montag, einige wichtige Instrumente, die dort auch anpacken sollen. Natürlich streben wir Parität an in den Parlamenten und wollen ein verfassungsgemäßes Gesetz dort vorlegen, um das endlich zu erreichen. Nicht nur, weil wir Frauen die Hälfte der Macht wollen, sondern weil Politik sich dadurch verändern wird. Nicht nur wollen wir Frauen in Führungspositionen in den Unternehmen, weil wir die Hälfte des Einflusses dort haben wollen, sondern weil wir glauben, dass eine nachhaltigere auch Unternehmenspolitik und Wirtschaftsform dadurch entsteht, dass wir divers aufgestellt sind in den Führungsgremien. Und das ist eine Zielsetzung, die insofern umfassend ist und auch umfassend wirken wird. Modernes Bild, was gezeichnet wird von Saskia, Frau Shahin, Anpassung an die Gesellschaft und das Rollenmodell einer Frau der 50er Jahre passt nun wirklich nicht zu Ihnen, nichts, was man mit Ihnen direkt in Verbindung bringt. Sie sind bekannt geworden durch eine oder ja, dann breiter bekannt geworden durch den Auftritt bei der Sendung bei Sandra Maischberger 2007 und seither Botschafterin, Role Model und auch erfrischende Provokateurin für den modernen Feminismus. Wie passt ein moderner Feminismus in diese Darstellung einer neuen Gesellschaft, Gleichstellungsgesellschaft aus Ihrer Sicht hinein? Und was ist moderner Feminismus? Würden Sie sich als moderne Feministin bezeichnen? Also ich halte nichts davon, sich selbst irgendwie überhaupt als Feministin zu bezeichnen und damit viel Zeit zu verbringen, zu überlegen, ob oder warum man und wie man sich als Feministin bezeichnet. Einige wichtige Punkte wurden jetzt von Frau Esken und Marinitsch gesagt, aber was mir so auffällt, als ich auch das Programm der SPD gesehen habe
oder als Vertreterin eines intersektionellen Feminismus, dass genau diese Perspektive fehlt, also dieser Bereich, wo Feminismus und Rassismus und andere Diskriminierungsformen wie Alter, Behinderung etc. pp. Zusammenkommen. Und da, finde ich, fehlt was, weil wir können in 2021 nicht über Feminismus sprechen und Rassismus außen vor lassen. Und ich finde, gerade beim Thema Rassismus hat auch die SPD einiges aufzuarbeiten. Wenn wir zurückdenken, ich meine, der Erste oder der Vorreiter der neuen Rechten oder des Rechtspopulismus war Thilo Sarrazin oder andere Politiker wie Heinz Buschkowski, die problematisch waren. Und ich finde, solche Sachen muss eine Partei auch irgendwie aufarbeiten. Oder, also ich könnte jetzt einige Sachen dazu sagen, zum Beispiel auch die Rolle von Herrn Scholz bezüglich Brechmitteleinsatz etc. pp. Das sind alles Sachen, die man ja reflektieren und nochmal im Zusammenhang eines modernen Feminismus, weil das ist, ich benutze das Wort nicht gerne, das ist moderner oder nennen wir es zeitgemäßer Feminismus für mich, wo wir halt nicht nur an, und halt, ich habe auch noch ein Problem damit, dass wir immer die ganze Zeit nur von Frauen und Männern sprechen, also dieses binäre Geschlechtermodell zum modernen oder zeitgemäßen Feminismus oder sogenannten intersektionellen Feminismus gehört es auch, sich von diesen Geschlechterkonstruktionen zu trennen. Und also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass Frauenquoten eingeführt werden in Aufsichtsräten oder Vorständen, dann ist das hochgradig begrüßungswert, aber das erreicht halt auch nur bestimmte Frauen. Das erreicht einfach, also davon profitieren eigentlich überwiegend weiße, privilegierte Frauen der Mittelschicht. Und andere Frauen, zum Beispiel ArbeiterInnen of Color, schwarze Frauen, die nicht privilegiert sind, die von unten kommen, in unserem Beispiel zum Beispiel ich, und ich habe gelesen, Frau Marinic ist auch Nachkommen von sogenannten damals GastarbeiterInnen. Das sind Menschen, da muss halt auch noch mal mehr getan werden, damit die überhaupt in diese Position kommen. Weil man fliegt ja nicht durch die Luft irgendwie in so einen Aufsichtsrat oder sowas. Also ich komme da nicht hin. Also ich bin in der Wissenschaft und ich weiß, wie schwer es in diesen Hierarchien ist, als Frau was zu werden. Eins, also A, und B, als Frau of Color was zu werden, geschweige davon, als schwarze Frau was zu werden. So. Und das sind Sachen, da finde ich, dass die SPD so den Blick dafür schärfen sollte. Ich bin mir sicher, dass es im linken Flügel den einen oder die andere gibt, die das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, aber ich finde, das muss mehr mehrheitstauglich gemacht werden. Also eine neue Definition des modernen Feminismus und ein neuer Begriff Intersektionalität, also mehr Rassismus und Sexismus da vereinen, verbinden. Würdest du dich, Olaf, in diesem Sinne als Feminist dieser modernen Form, wie sie Frau Schahin gerade beschrieben hat, bezeichnen? Ich bezeichne mich als solchen und ich habe auch viel dafür gekämpft, dass viele andere tun, weil ich das wichtig finde, denn die Gleichstellung von Männern und Frauen ist eine Aufgabe, die wir miteinander voranbringen müssen. Mir gefiel von den Forderungen, die wir hier nochmal gehört haben, sehr viel. Ich will das ausdrücklich sagen, dass ich den Ansatz zu sagen, wie kommt ihr eigentlich darauf, dass Frauen nicht auch wählen können, also in Bezug auf das Wahlrecht hier nochmal Erinnerung zu rufen, weil das ist ja die Sache, die wir jetzt auch immer sagen müssen. Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass einige Leute so wenig verdienen? Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass es so ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer? Und das muss geändert werden. Und da stimme ich allen zu, die sagen, es ändert an dieser Lebenswirklichkeit noch nicht viel, wenn jetzt eine Frau in einem Vorstand ist oder wenn wir im Aufsichtsräten bessere Beteiligung haben oder wenn Quoten in Parteien dazu beitragen, dass Führungsfunktionen gleich zwischen Männern und Frauen verteilt werden. Sondern das Entscheidende ist, dass wir das immer mit im Blick haben. Ich sehe da aber keinen Gegensatz und ich glaube, beides ist eine große Aufgabe, die wir erfüllen müssen und wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass das auch etwas wird. Aber diesen Ansatz, wie kommt ihr eigentlich darauf, den finde ich sehr zentral. Denn das ist ja etwas, was wir jetzt in der Corona-Krise nochmal an vielen Stellen immer wieder neu erlebt haben, dass sehr, sehr viele jetzt Beifall geklatscht haben, aber keiner die Konsequenz ziehen will, dass die Löhne und Gehälter sich verbessern müssen. Wir haben einen Ansatz gewählt mit dem Programm, in dem wir sehr bewusst gesagt haben, wir wollen Respekt zu einem großen Thema machen. Das hat was mit den sozialen Fragen zu tun, über die
Frau Marinic gesprochen hat und die auch alle hier thematisiert haben. Und ich finde, das ist ganz zentral, dass wir das auch in den Blick nehmen. Es ist nicht in Ordnung, wenn man einfach sagt, dass eine Frau und ein Mann oder nicht ordentlich bezahlt wird. Und es gibt auch keine meritokratische Begründung dafür, dass man sagt, ja, wenn man studiert hätte, dann würde man eben mehr verdienen. Das muss weg. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und deshalb stimme ich dem Hinweis zu sagen, das ist jetzt ja nicht ausreichend, dass es in Vorständen und Eliten besser läuft, sondern das muss sich auf die ganze Gesellschaft erstrecken. Das hat Konsequenzen für die Frage, welche Entwicklungsmöglichkeiten man durch ein gutes Bildungssystem hat, unabhängig vom Elternhaus. Das hat Konsequenzen aber auch für Bezahlung. Und ich finde, wenn sich eine Frau, ein Mann entscheidet, einen Beruf zu ergreifen, der keine lange Berufsausbildung zur Voraussetzung hat, ist das keine Begründung dafür, dass die schlecht bezahlt werden. Und das muss sich auch ändern. Und ich glaube, das ist ein ganz grundlegender Wandel. Die Frage des Rassismus ist zentral. Und auch die anderen Fragen, die hier angesprochen worden sind. Und ich will das für mich sehr klar formulieren. Das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir reden über Respekt, über Anerkennung, über Würde, was hier auch thematisiert worden ist, was ich sehr zentral finde. Das hat eine soziale Dimension, das hat was mit oben und unten und mit Gehältern und Bezahlung zu tun. Das hat etwas zu tun mit Stadt und Land und wo man lebt und wo man sich entfalten möchte und wie man das machen möchte. Aber es hat auch etwas zu tun mit der Frage des Rassismus. Es hat etwas zu tun mit der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Es hat etwas zu tun mit der Frage, die uns heute hier zuallererst zusammengeführt hat, der Gleichstellung von Männern und Frauen. Das hat auch etwas zu tun mit der Gleichstellung all derjenigen, die unterschiedliche sexuelle Identitäten haben. Und das steht auch alles und ganz bewusst in einem Kapitel, weil ich nämlich fest davon überzeugt bin und wir alle, dass eine Gesellschaft des Respekts, die das alles für sich relevant macht, nicht etwas ist, das sich ergibt, wo man dann einen wissenschaftlichen Aufsatz schreiben kann, so ist es jetzt, oder das haben wir beobachtet, oder journalistisch das herauskriegt, sondern das ist etwas, was immer wieder neu geschaffen werden muss, dadurch, dass wir uns darüber verständigen, dass wir eine solche Gesellschaft wollen und auch selber dazu beitragen, dass sie funktioniert. Unterschiedliche Identitäten, wir haben die Kommunikationsmittel auch dazu, dass sich die Menschen darin treffen, in den Netzen und unter unterschiedlichen Hashtags sich austauschen und die Frage vielleicht auch beantworten, wie kommt ihr darauf, bevor seltsame Antworten aufkommen. Es gibt diese Bewegungen im Netz und da schließen sich aber natürlich auch die Menschen an, die das etwas anders sehen als jetzt. Und zwar, ich nenne sie mal die dunkle Seite der Macht, Menschen, die Rassismus schüren. Also Hate Speech, ein Thema, Populismus, Klagen auch auf politischer Ebene von den rechten Parteien, gegen mehr Parität zum Beispiel in den Parlamenten. Also da ist viel Dialog und auch von der anderen Seite. Saskia, wie geht man damit um? Es ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir durch das Herausstreichen von Respekt und von Gleichstellung, dass wir durch die Sichtbarmachung und Anerkennung von Diskriminierung und unseren unbedingten Willen, die auch zu überwinden, viel Widerstand auch hervorrufen und in Teilen natürlich auch Hass. Und ganz klar auch Angriffe von Rechtspopulisten und Rechtsextremen, denen wir uns ausgesetzt sehen, denen insbesondere Frauen sich ausgesetzt sehen, dann auf einem oft nochmal ganz anderen Niveau, als es Männer erwischt. Und natürlich auch alle anderen, die durch ihre herausragende Position und herausragende Positionierung auch in diesen Fragen scheinbar angreifbar sind. Und insofern ist es dringend notwendig, dass wir dort auch Netzwerke schaffen der gegenseitigen Unterstützung. Ganz oft, wenn man eben unter so eine Art von Shitstorm, wie man so sagt, gelangt, dann macht es die Menschen stumm. Es hat allein damit zu tun, dass man, also ich, meinen Twitter-Account nicht mehr nutzen kann, wenn ich beschossen werde, weil ich gute Nachrichten nicht mehr sehe, sondern nur noch Müll
Und dann werde ich stumm ganz automatisch. Und das ist ja auch das Ziel der Aktion im Prinzip. Und da müssen wir zum einen auch technische Möglichkeiten finden, zum anderen aber auch eben uns gegenseitig unterstützen. Mit technischen Möglichkeiten meine ich, dass wir solche Kampagnen, regelrechte Kampagnen, auch erkennen müssen und uns in die Lage versetzen, die auch zu beenden. Ich erinnere mich, ich habe vor einigen Jahren schon, Anfang 2017, die Air Berlin auf die Werbung hingewiesen, die von Ihnen auf der Seite von Breitbart angezeigt wird, und bin damals sehr unter Beschuss geraten. Und da hat mir jemand geholfen, der diesen Beschuss gut analysiert hat und dann mir empfohlen hat, 7, 8 maßgebliche Accounts zu sperren, also zu blocken. Und damit war es eigentlich für mich zu Ende. Ich habe dann wieder meine Nachrichten und meine Menschen erkennen können, auf die ich auch gerne hätte reagieren wollen. Das war eine regelrechte Kampagne. Und damit auch technisch gut umgehen zu können, das ist eben eine Sache, die wir uns auch gegenseitig beibringen müssen. Jetzt habe ich die notwendige Unterstützung und Personal. Andere haben das nicht und müssen alleine mit klarkommen. Und da müssen wir auch, wenn wir jetzt an Bildungseinrichtungen denken, auch dafür sorgen, dass der Umgang mit solchen Phänomenen auch gelernt wird. Und natürlich müssen wir auch politisch und rechtsstaatlich dagegen vorgehen. Da, wo der Hass und die Hetze strafrechtsrelevant werden, muss auch reagiert werden. Deswegen war das NetzDG eine richtige, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine richtige Idee, denn immerhin mal dazu geführt hat, dass die Plattformen sich verantwortlich fühlen müssen, auch bei Kenntnis die Inhalte runterzunehmen. Jetzt soll im nächsten Schritt das dazu führen, dass die auch zur Anzeige gebracht werden. Und das halte ich auch für richtig und für notwendig. Wir müssen als Rechtsstaat auch deutlich zeigen, dass die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht im Sinne der Volksverhetzung, im Sinne von übler Beleidigung und Verleumdung auch Grenzen hat. Frau Schahin, Sie hatten sich noch mal auch schon gemeldet. Kurz zu Ihrem Hintergrund. Also Sie sind promovierte Sprachwissenschaftlerin, haben wir schon gesagt, aber auch in Deutschland geboren, in Bremen geboren, haben einen türkischen Migrationshintergrund und kommen aus einem muslimisch-alevistischen Elternhaus, sind Rapperin und alevitischen, Entschuldigung, sind Rapperin und sparen auch nicht mit sexuellen Sätzen, Begriffen, Reimen und mit einer Gegenwehr auch gegen den Rassismus. Wie viel Rassismus und Sexismus haben Sie erlebt im Sinne von Beschuss und Widerstand? Ich habe, wie viele andere Frauen auch sehr viel oder Frauen of Color sehr viel Sexismus und Angriffe und Rassismus erlebt. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt. Aber ich würde gerne noch mal zu der Selbstbezeichnung von Herrn Scholz als Feminist etwas zu sagen. Auch wenn ich, ne, ich möchte ihm nichts absprechen, aber es ist immer sehr einfach als sogenannter alter weißer Mann, und damit meine ich ihn nicht persönlich, sondern dass die Struktur, ne, wovon er in höchstem Maße profitiert, ist es immer sehr einfach, sich als Feminist zu bezeichnen. Aber wenn man sozusagen seine Vita anguckt, ich meine, er bekleidet ja bisher sehr hohe Ämter, er war Innensenator, er war Bürgermeister, er war Generalsekretär der SPD, derzeit sind sie Vizekanzler, möchte ich einfach nur mal daran erinnern, dass auch sie bei jedem ihrer Posten mindestens einer Frau den Platz weggenommen haben. Und das sind so Sachen, die muss man reflektieren. Und Respekt bedeutet in diesem Sinne für mich auch, das auch einzusehen und kritisch selbst zu reflektieren und Frauen den Vorrang zu geben. Ne? Und dabei habe ich sozusagen ihre ganzen Wünsche, dass sie zum Beispiel die Hälfte ihres Kabinetts mit Frauen besetzen wollen, etc. pp. Im Hinterkopf. Aber ich will einfach sagen, es ist nicht so einfach, dass wenn man sowieso ein Profiteur von diesen patriarchalischen Strukturen ist, zu sagen, dass man Feminist ist. So einfach ist das nicht. Das wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Und zu dem Beschuss, ja, wie Sie sagen, also wie viele andere Frauen oder Frauen halt mit Migrationsbiografie, war ich schon sehr früh sozusagen, wurde ich zur Zielscheibe von Sexismus, Rassismus und ja, bis hin zu Morddrohungen. Und ich bin froh, dass es heutzutage Foren oder Räume gibt oder Solidarität in verschiedenen Parteien, außer die Rechten,
wo man sich sozusagen mit Menschen solidarisieren kann oder wo auch jetzt durch Social Media sich migrantische Bewegungen entwickelt haben, also Bewegungen, wo Menschen oder Nachkommen of Color sitzen und genau wissen, wovon sie sprechen und mit denen man sich solidarisieren kann. Hat sich gemeldet, aber bevor ich zwinker, Frau Marinetz, noch mal eine Antwort von Olaf. Olaf, wie viele Frauen, wie findest du das? Hast du den Platz weggenommen? Auf alle Fälle habe ich immer jemandem den Platz weggenommen, wenn es eine Verteilungsfrage wäre. Aber es geht ja auch um politische Gestaltung und das, was man gerne erreichen möchte. Insofern bin ich mir darüber klar, auch darüber klar, dass die Tatsache, dass ich Mann bin, auch dazu beigetragen hat, dass ich mich leichter durchsetzen konnte. Aber ich bin in dieser Frage schon sehr lange unterwegs und finde es fast, ich bin fast begeistert, wenn ich jetzt plötzlich mit dem Vorwurf konfrontiert werde, es sei zu einfach, sich als Feminist zu bezeichnen. Denn als ich das erste Mal machte, war das gar nicht einfach und auch keineswegs allseits akzeptiert. Darin begreife ich einen gesellschaftlichen Fortschritt, der mich wirklich fröhlich aus diesem Gespräch rausgehen lässt, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Was die Frage betrifft, ist es aber so, dass mir das Thema von Anfang an sehr wichtig war. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an eine Debatte, als in den 80er Jahren, auf mein Alter wurde schon angesprochen, also in den 80er Jahren bei den Jungsozialisten und Jungsozialistinnen. Und dort ging es um die Frage, führen wir dort die Quote ein? Die gab es nämlich noch nicht nirgendwo in Deutschland. Das war eine neue Sache. Und ich wollte unbedingt, dass wir das durchsetzen. Und habe mich sehr dafür engagiert, als damals stellvertretender Bundesvorsitzender der Jugendorganisation. Das war für mich total interessant. Es hat eine knappe Mehrheit gegeben, ich glaube 3 Stimmen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war dann der Ausgangspunkt, wo dann die SPD das später auch für sich insgesamt akzeptiert hat. Und es war die längste Debatte auf dem ganzen Kongress und den Kongressen, an denen ich je teilgenommen habe. Dazu hatte jeder und jede was zu sagen. Und zwar auch vorher in den ganzen Landesverbänden, in Bezirken gab es stundenlange Diskussionen. Und für mich war das ein Zeichen. Und das hatte auch nichts mehr zu tun mit den ganzen politischen Strömungen und Meinungsgruppen, die bei der Jugendorganisation damals wie heute zahlreich existierten, sondern da hat jeder und jede für sich argumentiert. Und das hat mir klargemacht, das ist eine Sache, die ganz tief geht. Da geht es eben um ein Machtthema und das muss man auch verstehen und akzeptieren. Und deshalb habe ich das aktiv mit vorangebracht, habe mich, als ich das erste Mal einen Senat in Hamburg bilden konnte, dafür entschieden, diese Frage gleich mit Zahl von Männern und Frauen ebenfalls zu realisieren und will das eben als Bundeskanzler nochmal machen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir Stück für Stück die Wirklichkeit ändern und dass wir dazu beitragen, dass mehr Möglichkeiten entstehen. Ich glaube, dass das auch weit darüber hinaus stattfinden muss, wenn wir etwa über den Bundestag und die Parlamente reden. Ich habe mich sehr eingesetzt für die Paritätgesetze und finde, das darf man nicht einfach aufgeben, weil jetzt 2 Landesverfassungsgerichte gesagt haben, sie sind da nicht mit zufrieden. Da werden wir schon einen Weg finden, das hinzukriegen. Deshalb ist meine Antwort auf den Hinweis erstens nicht nur die Begeisterung darüber, dass ich jetzt diesen Hinweis bekomme, denn das war vor 10, 20 Jahren ganz anders. Aber zweitens, es bleibt eine ganz zentrale Auseinandersetzung, der wir uns stellen müssen und vor der wir uns auch nicht drücken dürfen und die nicht eine Nebensache ist, sondern eine zentrale Frage des Miteinanders in unserer Gesellschaft. Frau Marinisch, Sie hatten sich noch gemeldet. Macht ein emotionales Thema, Rassismus und Sexismus natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene. Wo stehen wir da zurzeit, auch in Zeiten der Pandemie? Also häusliche Gewalt nimmt zu. Das weiß man, die Zahlen bzw. die Pandemie sorgt dafür, dass es sich jetzt noch mal verstärkt und die Zahlen da auch aufgedeckt werden. Wo stehen die Frauen derzeit bezüglich Sexismus und Rassismus und auch im Zusammenhang der häuslichen Gewalt? Also jetzt versuche ich mal die Brücke zwischen Ihrer Frage und unseren Vorgesprächen. Ich würde Frau Shahin dahingehend unterstützen, dass sie fragt, was kostet das denn heute ein Mann, wenn er sagt, ich bin Feminist? Und wir sind ein Land, wir hatten jetzt eine Frau als Kanzlerin, ziemlich lange. Und wir stehen vor vermutlich Kandidaten in diesem Jahr. Die Frage natürlich, wenn ich sage, bin ich Feminist, ist auch die Frage, will ich das dann
Nicht, weil ich einer Frau den Vortritt lassen möchte, weil ich merke, ich muss da kompensieren. Und dass wir da auch ehrlich miteinander sein müssen, dass es da Machtkämpfe gibt und dass, wenn Männer heute sagen, ich bin Feminist, dann wir rückwirkend schon fragen müssen, das bist du ja dann nicht erst, also nicht Herr Scholz tut sich jetzt nicht, sondern grundsätzlich bist du als Mann ja nicht erst seit heute. Warum steht Deutschland jetzt nach 20 Jahren, so wie Frau Esken sagte, in so vielen Studien, was Gleichstellung angeht, hinten als Schlusslicht? Also wenn hier die Eltern türkische Gastarbeiter waren, wenn ich die Albright-Stiftung auf Vorträgen zitiere, dann kommt immer, wie wir sind auf der Höhe der Türkei. Das kann nicht sein. Das ist, die sind ja, ne, die sind ja, also apropos Rassismus, die sind ja irgendwie rückständiger. Die gehen ja schlechter mit ihren Frauen um. Wie man aber hier mit unseren Frauen umgeht, das wird dann so nicht diskutiert. Also Rassismus hat für mich bei dem Thema unglaublich viel mit den Zuschreibungen zu tun, wer eigentlich jetzt so die rückständige Männlichkeit ist oder welche Frauen rückständig sind. Und dass es für deutsche Männer auch eine ganz große Aufgabe ist, die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Das finde ich schon richtig, denn es gibt einen Grund, warum wir so oft Schlusslicht sind. Sowohl bei der Beteiligung von Minderheiten in Führungspositionen als auch bei der Gleichstellung von Männern und Frauen oder bei jeglicher Diversität. Wir haben eine Rhetorik, wir haben vorne herum Handwerk, um uns da sozusagen moralisch, ethisch richtig zu positionieren. Aber es fehlt in Deutschland die Durchschlagskraft, die St also Stellschrauben wirklich zu ziehen, wo Veränderung stattfindet. Und als in Skandinavien schon vor 20 Jahren ich war jetzt den Namen nicht präsent, aber der damaligen Staatschefs sagte, ich bin Feminist, dann hat er das vorgelebt, weil er dann als erstes in Elternzeit ging, um zu sagen, weil Männer kümmern sich auch um ihre Kinder und hat dann entsprechend schon viel früher als wir Gesetze geschaffen, die Männer dazu ermutigt haben, familiäre Care-Arbeit zu übernehmen. Das heißt, egal was wir hier besprechen über die bessere Teilhabe von Frauen, an auch einem Lebens- und Arbeitsmodell, das eigentlich auch Männer zersetzt, muss parallel laufen über die Debatte, wie wir wieder mehr Menschlichkeit in ein Wirtschaftssystem einbringen für Männer wie Frauen oder egal welche Geschlechter, die sich hier einbringen können, ohne am Ende letztlich der Arbeitnehmer zu sein, der geistig, körperlich, seelisch aufgebraucht wurde. Und da möchte ich zurück, wenn Sie sagen, wir sind beide Kinder von Gastarbeitern, wir sind aber nicht der Durchschnitt, der dann quasi hier in die Bildungselite aufsteigt und so weiter. Welche politischen Angebote gibt es an unsere Elterngeneration? Die sind ja auch noch da. Lese ich die Programmen? Also wenn wir von Rassismus reden, müssen wir auch über Unsichtbarkeit reden. Über welche Menschen denken wir nicht im gleichen Maße nach, weil sie vielleicht auch noch kein Wahlrecht haben. Das letzte Mal, dass der Elterngeneration, also meiner, ein Angebot gemacht wurde, war mit Sigmar Gabriel 2013. Da wollte er eine doppelte Staatsbürgerschaft, auch für die ersten Einwanderer, wurde dann kassiert wegen der Großen Koalition, kam so. Aber im gleichen, in dieser Power zu sagen, wir haben als Einwanderungsland hier einen Haufen Menschen, die hier ihr ganzes Arbeits- und Geistesleben eingebracht haben, ihre Kinder hier großgebracht haben. Wir müssen auch nachdenken, wie die ins Alter kommen, wie die zwischen ihren zwei Ländern vielleicht jetzt im Alter pendeln müssen. Gibt es vielleicht, ich habe das mal provokativ formuliert, ein Soli für die Gastarbeiter, weil die müssen ja ihre Hin- und Herreisen bezahlen. Gibt es politische Programme für Menschen ohne Wahlrecht? Wir haben gerade gesprochen über Hate Speech im Netz. Ja, nur die meisten Menschen sind gar nicht im Netz. Das heißt, natürlich ist es ein Thema, dass wir Silencen und Hate Speech haben. Aber eben auf Twitter sind, glaube ich, 1% der deutschen Bevölkerung. Wenn wir jetzt eine Abstraktion machen, kein kommunales Wahlrecht ist auch eine Form von Silencing. Weil ich gebe den Leuten nicht die demokratischen Grundbedingungen, sich einzubringen, ihre Meinung zu äußern und die Gesellschaft zu verändern. Das heißt, für mich wäre einfach ein ganz wichtiger Aspekt die Weitung dieser ganzen Thematik und der intersektionale Feminismus und alles, das ist so wichtig, aber wir verengen die Diskurse. Ich wünsche mir, dass soziale Politik es schafft, alle Fragen, die Frau Sahin eben gesagt hat, welche Gruppen wir mitzudenken haben, so zu thematisieren und auf die Agenda zu setzen, dass alle verstehen, sie betreffen uns aber alle. Das heißt, dass wir viel breiter eine Teilhabefrage, wie kann ich ökonomisch teilhaben, würdevoll teilhaben an dieser Gesellschaft, ohne dass Minderheiten oder eben Leute, die hier schon länger sind, gegeneinander ausgespielt werden. Dass wir eine Rhetorik finden, die den Menschen wirklich verdeutlicht. Es geht darum, dass jeder die Möglichkeit hat, in dieser Gesellschaft sich erstens demokratisch zu positionieren, sein Wahlrecht zu bekommen. 10 Millionen Menschen haben es nicht. Ich finde, wir dürfen das auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Dass auch durch 2015 wir bei über 10 Millionen Menschen ohne Wahlrecht angekommen sind in einer Demokratie, die hier überhaupt nicht mitreden. Und dass wir
lernen, nochmal viel stärker an diese Sollbruchstellen zu kommen, die dafür sorgen, dass Leute nach Hause kommen und ausgelaugt sind, in dieser ausgelaugten Stimmung mehr Aggression entsteht, dass sie auf engem Wohnraum stehen und dann häusliche Gewalt. Also, dass wir die Themen nicht so ausspielen, die Gewalt geht von Männern aus, ja, die Frauen erleiden sie oder wie auch immer, sondern dass wir uns wirklich fragen, welche Lebensbedingungen fördern diese Symptome? Was ist mit Wohnraum? Schaffen wir es, wenn es gibt im Programm nämlich durchaus die Ambition, Rechtsansprüche gegen Diskriminierung zu entwickeln. Ja? Also dass es Ansprechpartner gibt gegen Diskriminierung. Was tun wir aber für Wohnraum? Also wie gehen wir weiter vor, dass die Lebensbedingungen für alle sich so verbessern, dass wir mit Respekt miteinander umgehen können? Weil diese Leistungsgesellschaft die Menschen außen vor lassen kann, Ängste auslöst, die die Menschen in eine Aggressionsspirale treiben, in eine Egoismusspirale, dass sie die Solidarität zueinander verlieren. Also wie bringen wir uns zurück zu dem Punkt zu denken, wenn es mir gut geht, geht es dem anderen gut, statt wenn es mir gut geht, geht es dem nicht mehr gut. Also wir sind ja total kompetitiv geworden. Und deswegen, glaube ich, ist es noch ein ganz großer Schritt an Denkarbeit, die ganzen Ansätze des intersektionalen Feminismus zu verknüpfen mit den großen ökonomischen Fragen wie Mindestlohn mindestens 12 Euro, das wäre ja mal eine super Nachricht, aber die SPD muss sich auch die Frage stellen lassen, warum ist das alles nicht schon jetzt da? Also all die Forderungen, Kitas flächendeckend, Gender Pay Gap schließen, sie sind an der Macht. Sie haben einen schwierigen Koalitionspartner dafür, ist mir klar, aber man muss sich das schon fragen lassen, warum fordern sie jetzt so lange Dinge, von denen wir hoffen, dass sie eigentlich das gesellschaftliche Miteinander wieder auf den Boden der Solidarität setzen können, statt auf den Boden, wo am Ende wirklich jeder gegen jeden die Ellbogen ausfährt. Und an dem Punkt sind wir im Moment und Corona könnte das verschlechtern, weil die Ärmeren sind die Verlierer dieser Krise. Ich wünsche mir einfach wirklich eine Radikalbesteuerung von allen Lieferdiensten, die sich hier bereichert haben seit einem Jahr, damit man die ökonomischen Ausfälle all der Menschen, die im Moment in die Existenzkrise geraten, dann nach Hause kommen und dann noch lieb zu denen, zur Familie oder noch lieb zu allen noch die Eltern versorgen. Wir sind in einem Moment, glaube ich, wo viele an einem Leistungslimit angekommen sind. Und wir werden nicht Erste sein, wenn wir es nicht schaffen, den Leuten das Gefühl zu geben, sie sind wer, auch wenn sie nicht Erste sind. Und das sind für mich die Fragen, für die die Sozialdemokratie Antworten geben sollte, weil die Menschen brauchen das. Frau Malitsch, vielen Dank. Also Debatte halten wir nochmal größer. Olaf, wo sind die Stellschrauben? Deine Antwort. Wir haben ja leider eine begrenzte Zeit, miteinander zu sprechen und auch aufeinander einzugehen. Das ist durch das Zeitlimit damit verbunden. Deshalb will ich aber ausdrücklich sagen, ich hätte große Lust, diese Diskussion intensiv fortzuführen und auch über all die Einzelheiten, die hier genannt werden, genau zu sprechen, weil mir dazu sehr viel einfällt und wir dazu auch sehr konkrete Vorstellungen haben. Deshalb will ich das versuchen, einmal ein bisschen kurz zu machen, was jetzt zu sagen ist. Ich finde, diese Forderungen zum Beispiel, die Frau Marinitsch eben gestellt hat, sind Forderungen, die man in dem Programm wiederfindet. Das ist vielleicht eine Anregung, Lust auf das politische Projekt, auf das politische Programm der Sozialdemokratischen Partei zu wecken. Für viele, um es zu betrachten und sich vielleicht auch anders zu entscheiden, aber auch für viele zu sagen, da steht ja genau das, was ich mir immer gedacht habe. Und gerade wenn wir über die Respektsfragen stehen, diskutieren und all die Dimensionen, die das hat, sind alle Punkte, die jetzt hier genannt und gefordert worden sind, auch da wieder drin und nicht zufällig, sondern als etwas, das uns bewegt und das wir jetzt auch erreichen wollen. Ich gebe gerne zu, wir sind schon ziemlich lange in der Bundesregierung dabei, genau seit 1998 mit einer kurzen Unterbrechung. Wir haben viele Fortschritte erreicht, aber nicht alle. Und natürlich gibt es einen Grund, warum wir ganz bewusst sagen, wir wollen die nächste Regierung führen, weil wir diese Dinge durchsetzen wollen und nicht an dem Widerstand einer sehr konservativen Kraft in diesem Lande scheitern wollen. Denn das ist ja jeden Tag und in jedem Thema immer wieder das Problem für den notwendigen Fortschritt. Wir wollen das jetzt hinkriegen und nicht irgendwann. Lust also das Programm anzuschauen, will ich deshalb wecken und zu sagen, vielleicht ist das eine Ausgangsbasis auch für viele Gespräche und für ein gesellschaftliches Projekt des Zusammenhalts und des Miteinanders und des Gemeinsitzes, das wir neu stiften, wo Anerkennung und Würde auch eine große Rolle spielen und sich auch niederschlagen in ganz konkreten Veränderungen. Das Zweite ist vielleicht auch mal genau hinzuschauen, was denn alles auch vielleicht verstanden werden kann aus einer Politikerbiografie, sage ich jetzt ganz konkret, die sich lange schon zugetragen hat und ob man da Punkte findet, die einem das Vertrauen geben, dass das auch tatsächlich zentrale Themen werden.
ist schon gesagt worden, ich war schon mal Innenminister, Innensenator heißt das in Hamburg, aber damit verbunden ist auch eine polizeirechtliche Regelung zur Wegweisung, die dazu beigetragen hat, dass Männer ferngehalten werden können aus den Wohnungen, wo sie Gewalt gegenüber ihren Frauen oder den Kindern ausüben. Etwas damals sehr umstritten ist, aber vielleicht ein Zeichen dafür, dass das jetzt keine neuen Themen sind, sondern etwas, das tief in mir brennt und wo ich es wichtig finde, solche Fortschritte auch zu erreichen und umzusetzen. Das Thema Wohnen ist angesprochen worden. Der Erste, der in Deutschland in großem Umfang gesagt hat, es gibt ein Problem mit dem Wohnen in den Städten und wir haben nicht genug bezahlbare Wohnungen, war der spätere sozialdemokratische Bürgermeister in Hamburg, Olaf Scholz, der das größte Wohnungsbauprogramm in Deutschland auf den Weg gebracht hat, das bisher auch diese Effekte ausgelöst hat. Deshalb ist es plausibel zu sagen, es könnte etwas sehr Reales werden, wenn jetzt die ganze Partei das zu einem Projekt für ganz Deutschland macht. Denn es gibt einen Vorlauf, der jetzt zu fast 100.000 Baugenehmigungen geführt hat, seitdem ich das erste Mal das Amt übernommen hatte in Hamburg. Und was natürlich ein Zeichen dafür ist, dass es erkannt und verstanden ist, dass das ein Thema ist. Das Gleiche gilt, wenn man in dem Programm die Forderung findet, wir wollen flächendeckend Krippen, Kitas, Ganztagsangebote in den Schulen, wir wollen einen besseren Übergang von Schule zu Beruf, wir wollen gebührenfreies Studium, wir wollen Durchlässigkeit erreichen, unabhängig von Herkunft, die gewissermaßen möglich ist, dann kann ich aber auch berichten, dass das da nicht nur so steht, sondern dass da, wo ich schon einmal Verantwortung hatte, wo man das auch beschließen konnte, das passiert ist. Es gibt dort, wo ich Ministerpräsident, Bürgermeister war, flächendeckend Krippen und Kitas, Ganztagsangebote von der Krippe bis zum Ende der Schulzeit, flächendeckend und alles gebührenfrei. Es gibt das beste System des Übergangs von der Schule in den Beruf, sodass mehr Leute in der Berufsausbildung bleiben. Es gibt gebührenfreie Universitäten und das war vorher bei einer anderen schwarz-grünen Regierung genau eingeführt worden, die Gebührenpflicht in dem Bereich. Also auch dort vielleicht, mehr kann man ja in einem solchen Gespräch nicht erreichen, ein Interesse mal hinzuschauen, ob gewissermaßen hier Programm und Partei und Kandidat zusammen plausibel sind in dem, was sie wollen und genau in der Richtung, über die wir hier diskutieren. Aber das war jetzt, nur weil es angesprochen worden ist, eine Replik. Tatsächlich ist es mehr eine Einladung für eine fortgesetzte Diskussion, denn wir haben ja gar nicht genug Zeit, das hier so zu vertiefen, dass es dann auch mit allem Hin und Wider und einem Widerspruch erörtert werden kann. Aber das sollten wir unbedingt tun und ich bin auch gern dazu bereit. Angenommen das Angebot, Frau Marinesch, die Diskussion nochmal auf der breiteren Ebene an anderer Stelle und mit mehr Zeit weiterzuführen. Ja klar, wenn er mich bittet, noch mehr drüber zu lesen, dann gibt es wahrscheinlich Leute, die noch viel mehr drüber lesen wollen würden. Und man muss ja die Inhalte ins Land tragen. Wir haben ja vorhin drüber geredet, wer alles nichts mitkriegt von Politik und das ist wichtig. Saskia, ich wollte noch mal auf die Digitalisierung, ist ja auch ein großes Zukunftsprojekt in dem Wahlprogramm, auch mit einem starken Fokus auf die Beteiligung der Frauen in den digitalen Kanälen eingehen. Also Frauen in den digitalen Formaten, die wir jetzt ja auch in der Pandemie haben, sind ähnlich unterrepräsentiert wie in allen anderen analogen Formaten vorab. Was kann die SPD da tun? Was sollte sich da tun, Frauen noch mehr auch digital zu unterstützen, sichtbar zu werden? Auch das ist ein wichtiges Projekt, dass wir Mädchen und Frauen ermuntern, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auch in technische Berufe zu gehen, da keine Abwehr dagegen zu entwickeln. Das ist so eine Schubladengeschichte, die leider in der Pubertät ziemlich gut funktioniert und wo wir gegenhalten müssen, auch durch frühe Förderung. Ich selbst habe ja, bevor ich in die Politik gegangen bin und bevor ich drei Kinder bekommen habe und erstmal nicht berufstätig war, Software entwickelt und war damals eine von wenigen und das ist auch heute noch so. Und deswegen ist auch dort, fehlt es auch dort an der Diversität und an der Beachtung, an der sogenannten Awareness für diskriminierende Strukturen. Aber die sind natürlich nicht nur jetzt in der Technik enthalten, in den Algorithmen und vor allem in den Daten, aufgrund derer die Algorithmen lernen, wenn sie das schon tun,
um dann Entscheidungen zu treffen, sondern die stecken auch in der Art des Diskurses eben. Und in der Qualität des Diskurses im Netz zu bestehen, als Frau, als junge Frau, als in anderer Art und Weise auch ausgrenzbare, ich habe es vorher gesagt, das Niveau der Angriffe ist auch gegenüber Frauen und auch gegenüber People of Color und nicht-binären Personen und vielen anderen mehr ein anderes, das eben immer auch auf die Person und auf die Ausgrenzbarkeit geht. Und damit umgehen zu lernen und den Rücken gerade zu machen und sich mit anderen zu vernetzen, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, auch für die jungen Frauen, die sich bei uns engagieren wollen und die bei uns auch Politik machen wollen. Und deswegen gehört es zur Arbeit unserer Parteischule auch eben solche Unterstützungs-Workshops und Bildungsangebote eben auch anzubieten und die auch Zielgruppen, in Anführungsstrichen, zielgruppengerecht anzubieten, also auf dem richtigen Level. Ich glaube, dass wir insgesamt im Thema Digitalisierung noch eine Menge dazu zu lernen haben. Vieles von dem, was wir heute auch in der Wissenschaft, zum Beispiel in der Gesundheitsforschung, betreiben, beruht auf den Daten von überwiegend männlichen erwachsenen Probanden und dabei kommt eine Medizin raus und Behandlungskonzepte, die auf männliche erwachsene Probanden zugeschnitten ist. Frauen sind dann in dem Fall nicht gut behandelt. Kinder sind auch nicht gut behandelt, jedenfalls nicht ihren Bedürfnissen entsprechend. Da stecken auch Chancen drin, wenn wir da was verändern wollen, eben auch allen Menschen gleichermaßen gerecht zu werden mit dem, was wir an digitalen Entwicklungen und Chancen sehen. Ich will aber, wenn ich darf, nochmal darauf zurückkommen, was ich vorher versucht habe auszuführen in Bezug auf diesen Respektsbegriff und warum alle diese Fragen in diesem Kapitel zusammengefasst sind, auch in unserem Zukunftsprogramm, weil es eben genau darum geht, dass wir nicht in die Falle tappen dürfen, dass die unterschiedlichen Diskriminierungen, die in diesem Land existieren, gegeneinander ausgespielt werden und dass wir davon reden, dass eine sogenannte Identitätspolitik der sozialen Politik im Wege stünde, weil das ja ein Widerspruch ist. In diese Falle dürfen wir nicht tappen. Denn es hat den Mächtigen schon immer gefallen, wenn die Ohnmächtigen sich gegenseitig bekämpft haben, anstatt die Machtfrage zu stellen und die Verteilungsfrage zu stellen. Und wir müssen uns im Gegenteil zusammentun. Und dazu gehört natürlich auch eben die Sichtbarmachung von Diskriminierung und die Überwindung von Diskriminierung. Das können wir nur gemeinsam schaffen und indem wir diese scheinbaren Widerstände auflösen und zu systemischen auch Verbindungen dazu und zum Anerkennen dieser Verbindungen kommen. Frau Schajin, ein Mittel der Macht ist auch die Sprache. Sie haben vorhin schon angemerkt, wir sprechen immer jetzt über das Feld Männer und Frauen. Dabei geht es natürlich auch um queere Menschen, Menschen mit Behinderungen, People of Color. Wie wichtig ist denn die Sprache? Wir haben ja auch gerade für die Gleichstellung, wir haben gerade eine große Debatte über Binnen-Is, über generisches Maskulin, über Sternchen. Ist es aus Ihrer Sicht eine elitäre Debatte oder ist sie wichtig? Sie kennen die Rap-Szene und Sie kennen den Wissenschaftsbereich. Wie wichtig ist diese Debatte und wie viel Provokation braucht Also die Gleichstellung? elitär ist die Debatte um gendergerechte Sprache allemal, weil viele Menschen da draußen überhaupt keinen Zugang haben zur Bildung oder halt zu solchen Diskussionen oder Diskursen. Ich finde sie als Sprachwissenschaftlerin sehr wichtig, weil, wie wir alle wissen, beeinflusst Denken oder Sprache das Denken und umgekehrt. Und wie wir jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr sogar gesehen haben, haben viele Menschen, die sich vorher mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben oder Institutionen jetzt auch im Bundestag sozusagen die gendergerechte Sprache erlaubt. Das finde ich gut. Aber ich wollte auch noch mal auf einen anderen Punkt zur Sprache eingehen, nämlich auf Rassismus oder Manipulation durch Sprache. Ich meine, aus der Politik kennen wir das, dass man mit Sprache Leute für sich gewinnen kann. Obwohl man überhaupt nicht für das steht, was man gerade darstellt. Und davon provoziert derzeit oder in den letzten Jahren die neue Rechte ganz stark, ja. Also sie benutzen eine Sprache, wo wir alle denen nicht eindeutig nachweisen können,
weil wir leben ja in einer Demokratie, man muss es den Leuten immer beweisen, dann hat man vielleicht mal zwischendurch Glück und ein Bernd Höcke darf als Faschist bezeichnet werden. Aber sie benutzen eine Sprache, wo es ziemlich schwierig ist, mit demokratischen Mitteln Faschismus, rechtsradikale Tendenzen oder Rassismus nachzuweisen. Und das ist so ein Bereich, das ich interessant finde, weil dadurch, ne, Sprache ist Macht, dadurch gewinnen die Rechten halt auch immer mehr Macht. Das sehen wir mit der AfD im Bundestag. Und das ist so ein Bereich, wo ich finde, wir brauchen mehr Bildungsangebote dafür, damit es halt alle Menschen, vor allem halt auch Heranwachsende, ja, merken und halt auch vielleicht so strategische Mittel, auch verbale Mittel, damit umzugehen. Zum Ende dieser Session Sprache wäre nochmal ein Bereich, wo wir eine ganze weitere Talk-Session drüber machen könnten. Haben wir auch notiert mit auf dem Zettel. Wir kommen zum Abschluss. Wir haben tatsächlich nur noch eine Minute. Ich möchte bitten, jeden von euch, von Ihnen nochmal ganz kurz ein Statement für die Menschen, die Frauen, queere Menschen mit Behinderung, Menschen mit Behinderung und People of Color da draußen zu richten. Wie viel Respekt und Gleichstellung sollen sie künftig auch von sich aus, jeder Einzelne in die Gesellschaft tragen? Olaf. Respekt, Anerkennung und Würde sind unverzichtbar für ein gutes Leben. Wir müssen sie zur gesellschaftlichen Realität werden lassen und das schließt eben viele Fragestellungen mit ein. Das Thema der Gleichstellung von Männern und Frauen, aber eben auch all die anderen Themen, die wir hier besprochen und verhandelt haben. Und das so als großes Thema unserer Gesellschaft zu begreifen, dass wir es schaffen müssen, die Gesellschaft zusammenzuführen, ein Bündnis derjenigen zu schaffen, die möchten, dass wir zusammenhalten und miteinander eine Gemeinschaft bilden. Das, glaube ich, ist die große Aufgabe. Kurz gefasst, wir sind schon über die Zeit. Trotzdem, Frau Marinic, Ihre Botschaft an jeden Einzelnen da draußen. Ich habe leider Ihre Frage akustisch nicht verstanden vorhin. Da war bei mir ein Zwischengeräusch. Ihre Botschaft an jeden Einzelnen da draußen für die Gleichstellung, mehr Respekt in der Gesellschaft. Was kann jeder Einzelne tun? Uff, mehr Respekt. Ich glaube, dass alle sich hörbar machen müssen, aber das heißt nicht, dass jeder schreit, sondern dass wir rausgehen und uns als Demokratinnen verstehen und in einen konstruktiv lebendigen, produktiven Dialog führen, der unsere Demokratie für alle besser macht und die ökonomischen Lebensbedingungen für alle endlich fairer macht und dass wir zurückkommen zu einem Gefühl von Gemeinschaft miteinander. Saskia, dein Abschlussstatement? Saskia hören wir jetzt nicht mehr. Dann. Ich finde, dass unsere Ah, Verfassung jetzt. relativ deutlich macht, was wir den Menschen sagen können, denn sie ist sehr klug formuliert worden vor sehr vielen Jahren und hat die Unumstößlichkeit der Würde des Menschen, und zwar aller Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus dargestellt, ähnlich wie die Gleichberechtigung nicht nur von Frauen und Männern, sondern das Verbot der Diskriminierung aufgrund von welchen Merkmalen auch immer. Und ich will einfach den Menschen sagen, alle Menschen in Deutschland haben ein Anrecht auf Respekt für ihre Arbeit, für ihre Würde, für ihre Lebensleistung, für ihre Vielfalt, für ihre Identität, für ihre individuelle Identität. Und wir können nur gemeinsam eine gute und gerechte Zukunft schaffen. Frau Shahin, zum Abschluss eine Rap-Zeile von Ihnen. Leider nicht. Also Respekt, ich mache es ganz kurz. Respekt bedeutet für mich, dass wir die benachteiligt, also sozial benachteiligten Menschen sehen, wie Frauen, Transmenschen, non-binäre Menschen, behinderte Menschen, Menschen of Color, schwarze Menschen, und dass wir sie, also dass wir ihnen eine Stimme geben. Und ja, Respekt bedeutet für mich soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, wunderbares Abschlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Runde und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Bleibt dran. Jetzt zoomen wir etwas genauer in das Thema Quoten und Parität, gucken in die Wirtschaft, wurde jetzt auch schon angesprochen, wie sieht es eigentlich in der Ökonomie aus, und zoomen dann in den Politikbereich bezüglich Beteiligung und Parität. Bleibt dran. Bis gleich. Wir machen 10 Minuten Pause. Oder jetzt noch 8. Bis gleich. Dankeschön.
19:54:1. Das hat nichts mit Fußball zu tun, auch nicht mit unseren 3 Minuten Verspätung, die wir jetzt haben aus technischen Gründen, sondern es katapultiert uns direkt in das Thema der nächsten Runde. 19 Frauen sitzen im Landesparlament von Sachsen-Anhalt von 87 Abgeordneten und 54 Frauen sind es in Hamburg von 123 Abgeordneten. Sachsen-Anhalt, das Schlusslicht bundesweit, was die Parität betrifft, und Hamburg da Spitzenreiter. Und die Eins ist die eine Frau, die künftig mit in den Vorstandsetagen mit am Tisch der Männer Platz nehmen darf, ja sogar muss, gesetzlich vorgeschrieben, neuerdings. Die eine Geschichte, eine Erfolgsgeschichte in der Wirtschaft, die andere Geschichte, Paritätsgesetz wurde gekippt im Sommer und im Herbst letztes Jahr, noch kein Erfolg. Darüber müssen wir sprechen und ich freue mich sehr darüber, dass jetzt Franziska Giffey im Studio hier mit ist, die Bundesfrauenministerin. Hallo Franziska, schön, dass du hier auch bei uns bist im Hallo, Studio. Hallo, freut mich und, sehr. Und zugeschaltet freue ich mich auch sehr darüber, Jasmin Ababian Vogel. Sie ist Präsidentin des Unternehmerinnenverbandes und außerdem geschäftsführende Gesellschafterin, so ist es richtig, des Verbands Interkulturelle Sozialdienste. Hallo Jasmin. Und hallo. Ich freue mich auch, dass Anna-Maria bei uns ist, Anna-Maria Trasnäher. Sie ist seit 4 Jahren in der Bezirksverordnetenversammlung in der BVV für den Berliner Bezirk Treptow-Köpenick und die jüngste Bundestagskandidatin, die jetzt dieses Jahr in den Wahlkampf geht. Hallo Anna-Maria, außerdem letztes Jahr die stolze Preisträgerin von dem Helene-Weber-Preis. Schön, dass du da bist. So, jetzt haben wir Hallo, euch vorgestellt und können starten in die Diskussionsreihen jetzt ohne Holperer, liebe Franziska. Die Quote, ein Erfolg. 30 Unternehmen müssen jetzt umsteuern. 30 Frauen bekommen also einen Top-Job in den Führungsetagen. Warum nicht mehr? Also ich will erst mal sagen, wenn wir das so herunterbrechen, dann reduzieren wir das Thema viel zu stark. Denn es geht nicht darum, dass 30 Frauen irgendeinen gut bezahlten Job bekommen, sondern es geht darum, dass wir hier über die großen führenden Unternehmen in Deutschland sprechen, die weltweit agieren als weltweite Konzerne und weltweit über 4 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und es ist immer so, dass entscheidend ist, wer vorne steht. Und wenn wir eben in diesen Unternehmen, aber auch in vielen anderen Unternehmen in Deutschland quasi frauenfreie Vorstandszonen haben, dann ist das ein Problem. Wofür wir jetzt eine gesetzliche Regelung geschaffen haben, ist für die großen Vorstände, wo also mehr als 4 Menschen drin sitzen. Wenn da mehr als 4 dabei sind, muss eine Frau dabei sein und alle anderen, die kleinere Vorstände haben, werden ebenso verpflichtet, sich Zielgrößen für mehr Frauen in Führung zu benennen. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie es nicht begründen, sich die Zielgröße 0 setzen und sagen, ja, ist ebenso, dann werden sie künftig ohne Begründung auch sanktioniert, auch mit Bußgeldern. Das heißt, wir gehen auf viel, viel mehr Unternehmen, aber wir machen die Quote für die großen DAX-Konzerne, für die, wo wirklich Millionen Beschäftigte, Signalwirkung, Vorbildwirkung und gesellschaftliche Veränderung an den entscheidenden Top-Positionen dranhängt. Und das ist richtig so. Und es geht um viel mehr als nur um ein paar gut bezahlte Jobs, sondern darum, dass eben dort, wo geführt wird, auch Veränderung für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Gesellschaft, von der Ausbildung bis hin auch zum mittleren Führungsmanagement erwirkt wird. Und deshalb ist das eine bedeutende gesellschaftliche Entwicklung, dass wir hier endlich auch feste gesetzliche Vorgaben geben. Denn wir sehen und haben es gesehen, freiwillig tut sich nichts. Jasmin, eine große Entwicklung auch für die Wirtschaft. Warum braucht es mehr Frauen in den Vorstandsetagen? Oh, Jasmin kann uns noch nicht hören. Jasmin, kannst du uns jetzt hören? Nein, da gibt es noch technische Probleme. Dann frage ich erstmal Anna-Maria, du bist junge Kommunalpolitikerin, vertrittst die Generation Y und Z auch, also die 20- und 30-Jährigen, die jungen Leute. Gleichstellung ist seit Jahren eines deiner Schwerpunktthemen. Wie kommt denn die Quote und die Nachricht, dass die Quote jetzt in den Vorständen kommt, in deinem Umfeld und bei den jungen Leuten an? Und was muss sich in den Verwaltungsstrukturen auf kommunaler Ebene denn ändern? Ich hoffe, dass ich jetzt alles mitbekommen habe und man mich auch gut hört. Ich habe die Frage mitbekommen, wie kommt die neue gesetzliche Änderungen des Gesetzes Frauen in Führungspositionen. Nun ja, ich denke,
Das ist ein sehr wertvoller Schritt, der schon worauf lange gewartet worden ist. Und viele Frauenprojekte, viele Organisationen hier vor Ort, auch in der Kommune, haben ja viele Jahre dafür gekämpft. Und ich glaube, es ist genau wichtig, jetzt auch zu sehen, dass es eine Anerkennung gibt, dass es gesehen wird, dass auf der politischen Agenda es notwendig ist, Gleichstellung auch tatsächlich nicht nur durch Wörter zu füllen, sondern auch durch konkreten Instrumente, wie wir die Situation für Frauen in unserem Land verbessern. Und dazu gehört eben auch Repräsentation, Repräsentation in Führungspositionen. Und deshalb ist es genau der richtige Schritt ist auch ein Versprechen gehalten, auch dahingehend, dass Gleichstellung als ein Staatsziel ist, und zwar in jedem einzelnen Bereich. Die zweite Frage war nochmal, welche? Das habe ich akustisch leider nicht so gut. Auf kommunaler Ebene, die Verwaltungsstrukturen auf kommunaler Ebene, wie sieht es da aus? Naja, an dieser Stelle sind es, glaube ich, zwei Sachen. Wenn ich in der Verwaltung komme, dann gibt es in Berlin je nach Ressort, sage ich mal, in den typisch weiblichen Ressorts wie Bildung oder Soziales, habe ich eine sehr hohe Quote an Frauen in Führungspositionen, sogar vielleicht eine Übererfüllung der Quote in der gesamten Personalpalette. Aber wenn ich mir angucke, wie viele Bezirksbürgermeisterinnen haben wir denn eigentlich, also auch Teil der Verwaltung, die politische Leitungsebene, dann haben wir hier ein massives Problem. Also ich glaube, wir sprechen dann auch europaweit von Maximum 15%, in Deutschland genauso. Und wenn ich noch weitergehe, Frauen mit Migrationshintergrund, dann gibt es keine einzige Bürgermeisterin auf der kommunalen Ebene, die eben diese Perspektiven mit einbringt. Und deshalb ist, glaube ich, nach wie vor ein enorm hoher Bedarf an dieser Stelle, auch zum einen zu schauen, in der Verwaltung selbst, wie sieht die Quote eigentlich in den Wirtschaftsressorts, in den Finanzressorts oder der kommunalen Verwaltungen, und auf der politischen Ebene müssen wir deutlich anpacken und eben Frauen auch in Führungspositionen unterstützen. Dann sind wir noch bei der Politik. Jetzt versuche ich es nochmal mit Jasmin, ob sie uns hören kann, und würde nochmal in die Wirtschaft springen. Warum ist denn die Quote, das war die Frage, in der Wirtschaft jetzt auch für die Wirtschaft so wichtig, dass da Frauen mit am Tisch sitzen? Ja, liebe Lisa, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Tut mir leid, dass ich anfangs etwas technische Schwierigkeiten hatte. Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja Unternehmerin schon seit vielen Jahren, und ich weiß gar nicht, wie Unternehmen es schaffen, sich so massiv gegen eine Diversität, gegen die Etablierung moderner Strukturen auszusprechen. Wir stellen eben nur mit Erstaunen fest, dass es dort unglaublich viele Widerstände gab, obwohl wir schon seit Jahren die Situation haben, dass wir auf der einen Seite einen Fachkräftemangel in den Unternehmen haben und von daher die Unternehmen eigentlich gut daran täten, wenn sie alleine schon aus diesen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus sagen, wir müssen uns öffnen. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch eines der roten Fäden gewesen, heute auch in dem Talk vor uns, es geht eigentlich mittlerweile nicht mehr nur darum, in binären Strukturen zu denken, also Mann, Frau, sondern das Feld etwas zu öffnen und tatsächlich eher in Richtung Diversität zu denken. Weil auch das ist ja eines der wesentlichen Aspekte, dass wir es uns in den Unternehmen gar nicht leisten können, auf die Fähigkeiten der unterschiedlichen Menschen zu verzichten. Wir wissen gesichert aus ganz vielen Studien, dass Unternehmen immer dann bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie eben auf die Chancen von diversen Teams setzen. Da zählen natürlich, die Geschlechterdiversität spielt da natürlich eine Rolle, aber es geht eben noch weiter. Es geht eben darum, als modernes Unternehmen oder als moderne Unternehmen, die in einem globalen Wettbewerb stehen, tatsächlich den Kampf, wenn ich es mal so sagen darf, diesen Begriff mag ich eigentlich nicht, aber den Kampf um die guten Köpfe zu gewinnen. Und das heißt, die Chancen von Diversität an der Stelle nicht zu sehen, das ist eigentlich schon ein Ding für sich. Wir haben als Verband der Unternehmerinnen von Anfang an gesagt, wir müssen ein Umdenken in den Unternehmen haben, und wir haben eigentlich immer die Hoffnung gehabt, dass wir, wenn wir bei einer Quote für die Aufsichtsräte anfangen, dass wir dann sozusagen top-down auch einen Wandel in allen anderen hierarchischen Ebenen von Unternehmen verzeichnen können. Das war die Hoffnung. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Man hat ja zuerst gesagt, wir fangen mit einer Quote für die Aufsichtsrätinnen an und setzen bei allen anderen strukturellen
Ebenen eben auf die Freiwilligkeit der Unternehmen. Und wir müssen feststellen, dass wir mit Freiwilligkeit nicht wirklich weitergekommen sind. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir als Verband der Unternehmerinnen ursprünglich Schwierigkeiten hatten zu sagen, wir befürworten auch eine Quote in die Ebene unterhalb der Aufsichtsräte, nämlich in die operative Ebene. Aber nach vielen Jahren, wo wir feststellen müssen, dass die Freiwilligkeit nichts gebracht hat, haben wir eben im letzten Jahr gesagt, es geht nicht mehr anders. Wir brauchen auch ein Quotengesetz für die Ebene darunter, also für die operative Ebene, für die Ebene der Geschäftsführung. Wir begrüßen das sehr, dass jetzt Bewegung ins Spiel kommt, weil wir einfach sehen, dass wir, wenn wir einen Kulturwandel in den Unternehmen haben wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es Wege gibt, damit eben Frauen, damit eben sozusagen Diversität in die Unternehmen reinkommt. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass allein aus Gründen des Fachkräftemangels wir in 10, 15 Jahren andere Verhältnisse haben werden. Aber wie gesagt, es war schon längst überfällig, das Quotengesetz, und wir begrüßen das sehr. Die Widerstände hat Jasmin schon angesprochen jetzt. Welche hast du da erfahren? Wir haben jetzt gehört, Diversität ist ein Innovationsfaktor, kann das auch für die Unternehmen sein. Aber was muss da passieren in den Köpfen, wenn es da noch Widerstände gibt? Kosten werden immer angebracht, das ist teuer. Was hast du da erlebt? Na, man kann das einteilen in drei Gruppen. Ja, der erste Widerstand ist, also wissen Sie, Frau Giffey, wir sind hier ein technisches Unternehmen. Wir haben keine guten Frauen. Dann sage ich immer, naja, also erstens in den ganzen technischen Unternehmen, wenn man sich in Deutschland mal die Top-Etagen anguckt, was ist da am häufigsten, Betriebswirte und Juristen, da gibt es genügend gute Frauen, und außerdem im Studium, im Abitur, da waren ja die guten Frauen alle noch da, man fragt sich, wo die alle hin sind. Ja? So, wenn dieses Argument weg ist, wir haben keine guten Frauen, es gibt ja aktuelle Studien, die Talentpipeline ist sehr wohl gut gefüllt, weil wir viele qualifizierte Frauen auch im mittleren Management haben. Das zweite Argument ist, ja, wissen Sie, Frau Giffey, die Frauen, die wollen ja alle gar nicht. Ja? So, und das ist für mich auch etwas, was nicht in Ordnung ist, nach dem Motto, naja, dann müssen Sie erstmal die Voraussetzungen schaffen, das ist ja alles so schwierig mit den Kindern und so weiter. Dann muss man ganz klar sagen, dieses Wollen bedeutet gute Rahmenbedingungen setzen, gute Bedingungen für auch gute Kinderbetreuung, aber eben auch für eine partnerschaftliche, sag ich mal, Vereinbarkeit von familiärer Sorgearbeit und Erwerbsarbeit. Das ist für uns eines der Kernthemen, ja, dass wir, deswegen schaffen wir zusätzliche Kita-Plätze, deswegen wollen wir den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Das sind ja alles die Punkte, die Rahmenbedingungen verbessern und die dieses Argument, die Frauen wollen ja nicht, auch ein Stück weit dann auch dem was entgegensetzen. Ja? So, und das Dritte, was jetzt ganz neu ist, ist, also Frau Giffey, wissen Sie, wir würden ja gerne, aber wir sind ja quasi jetzt in der Krise, und mit Corona haben ja die Unternehmen schon so viel zu tun, das ist ja schon eine, und jetzt also nicht noch auch eine zusätzliche Belastung durch Frauen, die jetzt auch noch in Führung kommen sollen. Und das ist für mich dann der Punkt, wo ich sage, jetzt ist es wirklich nicht mehr akzeptabel, sondern wir müssen bei all diesen Argumenten ganz klar sagen, wir sehen, dass alle Studien sagen, gemischte Teams sind erfolgreicher. Und wenn wir seit Jahren eine Diskussion führen, wo wir mit freiwilligen Appellen nicht weiterkommen, dann braucht es verbindliche Vorgaben. Und das ist ein Thema nicht nur für die freie Wirtschaft, sondern auch für den öffentlichen Dienst. Deswegen müssen wir auch da mit dem guten Vorbild vorangehen. Deswegen haben wir im Führungspositionengesetz auch gesagt, da werden Regelungen geschaffen, auch für den öffentlichen Dienst, zum Beispiel in den Körperschaften des öffentlichen Rechts, heißt Krankenkassen, Unfallversicherung, Rentenversicherung. Dort haben wir genauso die Männer in den Führungspositionen. Und auch bei den Unternehmen, an denen der Bund mit über der Hälfte beteiligt ist, da geht es auch darum, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns selber sagen, auch in unseren Bundesbehörden, wir haben das Ziel bis 2025, 50-50, Frauen und Männer. Das sind wichtige Vorgaben. Und ganz neu muss man sich eben auch beschäftigen. Da freue ich mich, dass es eine neue Initiative gibt, Fair Share of Women Leaders, in den Nichtregierungsorganisationen. Also sprich in der Zivilgesellschaft, auch da im sozialen Sektor, wenn man sich das ansieht, 70% Frauen arbeiten im sozialen Sektor, aber wenn Sie sich die Führungspositionen anschauen, 39% sind da nur Frauen dabei. Das heißt also, deutliches Übergewicht der Männer, und über die Politik haben wir schon gesprochen, die Kommunalpolitik war ja gleich am Eingang. Ich sag mal, auch da, es gibt zu wenige Frauen, die in den Landesparlamenten, in den Gemeindesitzungen sind und natürlich auch in den Bürgermeisterämtern, und da muss ich in allen Bereichen der Gesellschaft etwas ändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das thematisieren und dass wir auch zu verbindlicheren Vorgaben kommen. Parität und Politik kommen wir noch. Anna-Maria, du bist eine junge Frau, du kennst die
Basis. Du kennst die Kommunalpolitik und auch die Aktionen und Bewegungen, die da stattfinden. Die Frauen wollen nicht. Kannst du das unterschreiben? Wie nimmst du das wahr? Die Frauen wollen absolut. Die Frauen haben auch einen Anspruch, dass sie auch entsprechend vertreten werden. Und das geht eben bei bestem Willen nicht nur damit zu sagen, ja, wir sprechen eine Frau gerade mal kurz vor der Wahl an, willst du eigentlich nicht? Denn Frauen agieren eben nun mal auch ganz anders. Sie haben viel längerfristiger ihre Karriere gucken, können sie das vereinbaren mit eben mit dem Ehrenamt in der Schule oder am Schein oder in dem Kiezclub nebenan. Sie schauen auch, wollen sie, kriegen sie das hin sozusagen mit der Kinderbetreuung. Und dann sage ich halt auch, sind es eben ganz konkrete Punkte, die strukturell sich ändern müssen. Und es ist auch eine Frage des Demokratieverständnisses, denn wir haben, wenn wir sagen, unsere Parlamente sind so zugeschnitten auf den durchschnittsweißen mittelalterlichen Mann und du hast dich besser dem anzupassen. Und das zeigt halt auch, dass es notwendig ist, erstens über genau diese Strukturen zu sprechen, nämlich kann eine Kinderbetreuung sichergestellt werden während den Parlamentssitzungen, die nun mal eben auch 6 Stunden dauert in den Feierabendparlamenten, denn nämlich Gemeinde und Stadträte arbeiten meistens sozusagen nach dem Feierabend und dann muss es auch entsprechend auch eine Aufwandsentschädigung geben, die das auch nochmal ausgleicht und darüber hinaus muss man eben auch reden, wie können Frauen tatsächlich auch unterstützt werden auf all diesen diesen Weg? Und ja, ich glaube, Frauen wollen auf jeden Fall. Es geht darum, aber auch ihnen deutlich zu machen und auch mehr, über Fraktionen hinweg, sich Frauen zu mobilisieren und zu sagen, dass wir es wollen und dass wir es uns auch nehmen werden. Und gleichzeitig braucht es aber auch die Instrumente und die Strukturen, die das unterstützen. Es braucht die Instrumente und die Strukturen. Jasmin, Rahmenbedingungen hat Franziska jetzt auch schon angesprochen. Welche Rahmenbedingungen, welches Steuerungsinstrument würdest du dir von der Politik aus Sicht der Wirtschaft vor allem wünschen? Auf jeden Fall drei wichtige Aspekte aus meiner Sicht, die absolut notwendig sind. Alle diese Aspekte stehen übrigens auch im neuen Programm der SPD drin. Aber es wird auch Zeit, dass wir sie umsetzen. Das eine ist, ich glaube, dass viele Frauen nach wie vor durch das Ehegattensplitting, was wir ja als gesetzliche Grundlage haben, oftmals das Teilzeitmodell vorziehen. Also das Ehegattensplitting ist ein Gesetz, was im Grunde genommen ein Familienmodell unterstützt, was total überkommen ist und was auch Frauen in ihren Möglichkeiten behindert. Und deswegen finde ich, ist eines der wesentlichen Aspekte oder der wichtigsten Dinge, endlich mal dafür Sorge zu tragen, dass das Ehegattensplitting wegkommt, weil es eben die Einversorgersituation, bei dem der Mann eben arbeiten geht und die Frau entweder gar nicht arbeitet oder eben nur gering arbeitet, geringfügig oder eben in Teilzeit arbeitet, präferiert. Und deswegen ist eines der wesentlichen Stellschrauben das Kippen des Ehegattensplittings, das wäre das eine. Und der zweite ganz wesentliche Aspekt ist, glaube ich, ich erinnere mich noch gut, das war mal eine Veranstaltung, wo wir mit vielen jungen Frauen diskutiert haben und es ging um das Thema, wie kann die Politik unterstützen, dass mehr Frauen eben erwerbstätig sind und in Führungspositionen kommen und so weiter. Und ich weiß noch, dass viele junge Frauen erstaunlicherweise damals eine sehr kritische Haltung gehabt haben zum Elterngeld. Und zwar nicht, weil sie das Elterngeld per se schlecht fanden, sondern weil sie gesagt haben, dass das Elterngeld, so wie es ausgestattet ist, auch wieder im Moment eine ganz klassische Arbeitsteilung forciert. Nämlich die Frau bleibt eben einen langen Zeitraum zu Hause und der Mann wird entweder gar nicht an der sozusagen an die Elternzeit beteiligt oder eben nur für die 2 Monate Wickelvolontariat in Anführungsstrichen. Deswegen haben viele junge Frauen damals, da kann ich mich noch gut daran erinnern, gesagt, eigentlich müsste die Politik dafür Sorge tragen, dass eine paritätische Inanspruchnahme der Elternzeit eine Bedingung dafür ist, dass eben das Elterngeld in Summe komplett ausgezahlt wird. Man kann darüber diskutieren, ob es gut ist oder nicht, ob es vielleicht in die Wahlmöglichkeit von Familien zu sehr eingreift oder nicht. Aber ich finde, da ist was dran. Und es geht ja eigentlich bei der ganzen Frage der gerechten Arbeitszeit,
Aufteilung und gerechten Aufteilung gar nicht so sehr darum, dafür Sorge zu tragen, dass es für Frauen einfacher wird, in Jobs zu kommen, Führungspositionen zu übernehmen, sondern dass es um eine partnerschaftliche Arbeitsteilung geht. Und das heißt, wir müssen eigentlich die Männer immer mitdenken. Und genau deswegen finde ich es wichtig, über solche Modelle nochmal nachzudenken und zu gucken, ob das, was eigentlich gut gemeint ist, nicht vielleicht doch dafür Sorge trägt, dass sich einfach traditionelle und sehr stereotype Familienmodelle weiterhin aufrechthalten. Also das wäre eines der weiteren Punkte, die sind strittig, aber ich finde, es lohnt sich, darüber zu diskutieren. Und das Dritte ist... Franziska mal. Achso, den dritten Punkt noch. Lass mir Franziska erstmal antworten, weil es waren ein paar Stichworte jetzt. Ehegattensplitting, ja, steht jetzt erneut in der Kritik, muss man sagen. Also die Idee, beide zahlen tatsächlich die gleiche Steuer oder es gibt nicht mehr diese Aufteilung von der eine Partner zahlt mehr, sodass der andere Teil der Partnerschaft ohnehin keine Anreize mehr hat, in anderen Lohnverhältnisse und Job zu kommen. Warum ist es nicht mehr zeitgemäß? Ehegattensplitting. Also ich will ganz klar dazu sagen, ich kann das nur unterstützen. Wir sehen, dass wir eben mit dem Ehegattensplitting die klassische Einverdienerfamilie stark bevorteilen. Und es ist ganz logisch, dass natürlich in so einer Familie, wenn dann die Diskussion über das Familieneinkommen geht, dass natürlich das gewählt wird, was den meisten Mehrwert für die Familie bringt. Und das ist in der Situation total nachvollziehbar, dass Paare sich so verhalten, dass sie eben den Weg wählen, der ihnen ermöglicht, so viel wie möglich Familienbudget auch zu haben. Das führt aber dazu, dass eben die Frauen überproportional nicht Vollzeit arbeiten, dass sie in Teilzeit gehen oder gar nicht arbeiten, dass sie zu fast 40% immer noch nicht selbst für ihren kompletten Lebensunterhalt aufkommen können. Also fast 40% der Frauen in Deutschland sind quasi abhängig vom Familieneinkommen und das geht so lange alles gut, wie die Paare sich verstehen. Aber im Moment einer Trennung wird das dann ganz schwierig und dann reden wir über die Schwierigkeiten bei Wiedereinstieg in den Beruf, über Lohnlücke, Rentenlücke und so weiter. Und ich kann nur sagen, ich war in Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Schweden, habe mir mit den Stockholmer Kollegen auch dieses Thema vorgenommen. Ich habe die gefragt, was war euer Gamechanger, damit ihr heute in Schweden, überhaupt in den nordischen Ländern, so eine starke Partnerschaftlichkeit habt, so eine gute, gleichberechtigte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Und dann haben die mir ganz einfach geantwortet, naja, also wir haben seit 1971 die Individualbesteuerung und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen finde ich auch, müssen wir daran, das ist in dieser Legislatur nicht möglich gewesen im Koalitionsvertrag, aber ich glaube, es ist etwas, was wir uns für die nächste Legislatur wirklich vornehmen sollten. Deshalb ist es auch gut, dass es im Wahlprogramm mit erwähnt ist. Und vielleicht noch ein Wort zum Elterngeld. Wir haben ja gerade eine Elterngeldreform durchbekommen. Die ist ja gerade vor wenigen Tagen im Bundestag beschlossen worden. Da gehen wir genau auf dieses Thema. Wie können wir zu mehr Partnerschaftlichkeit kommen? Und wir reizen an. Ich will das auch noch mal sagen, heute ist es schon möglich, dass die Paare sich das gleichmäßig aufteilen. Es gab ja in Finnland so eine Entwicklung, ja, man kann sich das gleichmäßig aufteilen. Habe ich viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, ist das toll, die können sich das aufteilen. Bei uns kann man das schon auch die ganze Zeit. Niemand ist gezwungen zu sagen, ich nehme nur 2 Monate für den Vater. Und wir sind mittlerweile bei knapp 4 Monaten, die Väter im Durchschnitt nehmen. Das heißt schon etwas mehr, aber wir sind noch nicht bei einer Parität. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man das angereizt? In der Tat sind wir zu dem Schluss gekommen in der Elterngeldreform, dass eben, wenn man das vorschreibt, dass es paritätisch in Anspruch genommen werden muss, dass ein zu starker Eingriff in die Flexibilität und Wahlfreiheit der Familien ist. Aber wir haben gesagt, wir wollen den Anreiz dafür schaffen. Und wir haben die Bedingungen für den Partnerschaftsbonus verbessert. Also wenn beide Eltern in Teilzeit gehen, beide ihre Arbeitszeit reduzieren, damit sie mehr Zeit für die Familie haben, dann gibt es den zusätzlichen Partnerschaftsbonus mehrere Monate länger, flexibler. Man kann dann also entweder eine 3-Tage- oder 4-Tage-Woche machen und bekommt nochmal eben weitere Elterngeld-Partnerschaftsbonusmonate dazu. Und da gehen wir davon aus, dass diese Flexibilisierung große Anreize schaffen wird, dass eben sowohl Mütter als auch Väter ins Teilzeitmodell gehen. Und unsere Erfahrung ist, wenn sie das am Anfang der Zeit tun, wenn ein Kind geboren ist, dann hat man auch sehr gute Chancen, dass das für die spätere Entwicklung so bleibt. Also wenn die Familien, wenn die Väter von Anfang an sich engagieren, dann bleiben sie auch dabei. Das zeigen auch die Erkenntnisse. Deshalb ist so wichtig, die erste Zeit nach der Geburt, dass wir da Anreize schaffen für Partnerschaftlichkeit, weil dann legen wir das ganze Familienleben der nächsten Jahre an und lassen den Eltern die Flexibilität, aber geben Anreize, dass eben beide Verantwortung übernehmen können.
Also Reform des Ehegattensplittings und das Elterngeld als Gamechanger. Jasmin, du wolltest noch einen dritten Punkt machen. Sind das die Punkte? Sind die da schon enthalten? Oder was war dein dritter Punkt noch aus Sicht der Wirtschaft an die Politik gerichtet? Naja, der dritte Punkt, weniger aus Sicht der Wirtschaft an die Politik, sondern aus Sicht einer Frau an die Politik. Das ist heute auch schon immer wieder Thema gewesen. Das ist das Thema Parität. Nicht nur in den Parlamenten, da ist es natürlich besonders wichtig, sondern eben auch bei der Besetzung von Führungspositionen, zum Beispiel in staatseigenen Betrieben oder eben auch in politischen Ämtern und so weiter. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil letztendlich geht es ja immer darum zu gucken, wie kann man sichtbarer machen, dass Frauen eben überall beteiligt werden müssen, beziehungsweise eben auch diese Positionen innehaben können. Und ich finde, genau da muss man eben ansetzen. Wir wissen aus Studien, dass junge Frauen und Mädchen immer nur vorstellen können, etwas zu werden, wenn sie dafür Vorbilder haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die entsprechenden Positionen eben paritätisch besetzen, damit es eben auch eine Vorbildfunktion hat für die nachkommende Generation. Also das ist nochmal ein Punkt. Und vielleicht ganz zum Schluss, als Abschluss, ich glaube, dass es immer Sinn macht, wenn man solche Diskussionen nicht in seiner eigenen Bubble führt, weil letztendlich, wir sind uns alle einig über das, was getan werden muss. Wir sind uns einig darüber, dass Frauen alle Positionen innehaben können, dass sie qualifiziert sind. Wer immer in diesen Diskussionen, finde ich, ein bisschen fehlt, das sind die Männer. Die müssen wir aber mit auf die Bank setzen. Und wenn ich mir anschaue, wie bestimmte Veranstaltungen organisiert sind, da findet eine Segregation statt, die ich nicht gut finde. Ich finde, dass mein Negativbeispiel ist immer, ich glaube, das ist ungefähr 2 Jahre her. Wir haben 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert vor 2 Jahren. Und ich war zu unglaublich vielen Veranstaltungen eingeladen. Und es war eigentlich jedes Mal das gleiche Bild. Es saßen Frauen im Plenum. 3000 Frauen und 2 Männer, einer Security, einer Technik. So als wenn, das sozusagen so gar nichts mit einem selber zu tun hat. Aber das hat unsere Gesellschaft nach vorne gebracht. Und deswegen finde ich, müssen wir die Männer mit auf die Bank holen. Wir müssen sie zu unseren Komplizen machen, zu unseren Mitstreitern. So. Die Zeit rennt uns leider schon wieder weg, aber wir wollen über die Parität natürlich noch sprechen. So, die Zeiten, dass die Männer um ihren Listenplatz kämpfen, haben wir noch nicht, Anna-Maria. Wie sieht es aus auf kommunaler Ebene jetzt mit deinen Erfahrungen? Du bist eine aufstrebende Politikerin, seit 4 Jahren in der BVV und jetzt Bundestagskandidatin. Wie hast du den Aufstieg erlebt? Beziehungsweise du bist ja Vorbild. Was möchtest du den jungen Frauen und auch Frauen mit Migrationshintergrund, das hast du auch eine Geschichte zu erzählen, mitgeben auf dem Weg, warum sie sich engagieren sollen? Wir müssen uns engagieren, weil es sonst keine andere tut für uns selbst. Wir müssen uns selbst empowern und wir müssen tatsächlich auch dafür kämpfen, dass eben auch paritätische Listen auch in der Repräsentanz bei der Aufstellung von Listen, sei es auf der kommunalen Ebene, auf der Abgeordnetenhausebene oder eben bei den Bundestagswahlen. Und ich möchte nochmal auch gerade sagen, weil ich gerade parallel eigentlich auch wir unsere Aufstellung haben für das Abgeordnetenhauswahlen, also die Landeswahlen und die Kommunalwahlen und bin schon sehr stolz darauf, dass wir sozusagen jetzt auch das Gesetz haben. Wir haben den Anspruch, nicht nur die Quote, die nach Statut nur 40% Frauen sein muss auf den Listen, sondern wir wollen eine paritätisch besetzte Liste. Und das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, wir brauchen da ganz viele Mitstreiterinnen und dafür, seien wir mal ganz ehrlich, für paritätisch besetzte Listen und gerade eben hatten wir auch den Fall, gehört es eben auch, Männer dafür zu begeistern und deren Solidarität einzufordern. Und ich bin da völlig bei Jasmin, wenn es darum geht, dass wir nicht in unsere Bubble bleiben. Was meine Botschaft ist, konkret an Frauen, junge Frauen oder auch allgemein Frauen mit Migrationshintergrund, wir müssen mutig sein. Und wir müssen den Mut haben, auch die Ersten zu sein. Und da komme ich eben auch auf Ada Lovelace, die erste Programmiererin, die sozusagen den ersten Prototyp für einen Computer sozusagen ermöglicht hat. Die hat es auch in unserem Wahlprogramm gefunden. Und da setzen wir genau an. Also bei Mathematik, Ingenieurberufe oder sonstigen sogenannten Männerdomänen müssen wir auch für Vorbilder sorgen. Wir müssen mutig sein und tatsächlich uns trauen und dann auch die Mehrheiten und Menschen davon überzeugen, dass es keine Zukunft geben kann ohne Gleichstellung.
Franziska, die Zeit ist schon abgelaufen. Ein Schlussstatement, ja. Leider. Ein Schlussstatement, ja. Aber noch von dir. Paritätsgesetz in Berlin und die Rolle der Männer. Wird es kommen und was müssen die Männer dazu beitragen? Also ich mache es ganz kurz. Wir haben beim Paritätsgesetz ja leider in 2 Bundesländern ist es nicht gelungen, das durchzusetzen. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir da weiter dranbleiben. Und ich werde alles dafür tun, dass wir es in der Hauptstadt hinbekommen können. Wir arbeiten daran. Und es geht einfach darum, dass diejenigen, die in der Bevölkerung zu gleichen Teilen vertreten sind, auch in den Volksvertretungen, in den Parlamenten zu gleichen Teilen vertreten sind. Was wir auch sehen müssen, Anna-Maria hat von Mut gesprochen. Diesen Mut haben die Frauen immer aufbringen müssen. In der über 100-jährigen Geschichte der Frauenbewegung beim Kampf um das Frauenwahlrecht bis heute. Nichts ist von alleine gekommen, nichts ist auch von Dauer, wie Willy Brandt es schon sagte, sondern wir müssen immer wieder auch die Erfolge, die wir erreicht haben, für die müssen wir auch weiter streiten und dann müssen wir uns dafür einsetzen, dass das auch bleibt. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das nur gemeinsam mit den Männern hinbekommen. Auch das Wahlrecht ist damals erkämpft worden von vielen, vielen Frauen, aber auch von einigen klugen Männern, die erkannt haben, wie wichtig das ist. Und deshalb denke ich, wird es nur gemeinsam gehen und die Partnerschaftlichkeit erreicht man eben auch nur, wenn alle mitmachen und deswegen mutig sein, uns nicht entmutigen lassen. Und was auch dazu gehört, ist der Wille. Und wenn wir stark sind in unserem Willen, dann werden wir auch sehr viel erreichen. Und da bin ich ganz überzeugt von. Und deswegen lasst uns weiter daran arbeiten. Es geht nur gemeinsam. Und ich freue mich auch, wenn wir weiter über dieses Thema sprechen. Vielleicht bald wieder in der Runde. Die Zeit ist abgelaufen. Eventuell sind dann ein paar Männer mit dabei, die sagen, ey, nee, wir bestehen auf unsere Elternzeit und auf unsere Elternzeitmonate. Wir wollen mehr. Das wäre doch ein Ausblick. Vielen Dank an die Runde. Vielen Dank an euch. Und hier geht's ganz, ganz schnell weiter. Und dann gucken wir auf das Thema faire Löhne. Und Equal Care Day wurde auch die ganze Zeit angesprochen. Das ist auch ein wichtiges Rahmen. Thema für mehr Gleichstellung in der Gesellschaft. Vielen Dank.
Frühstück machen, Kinder versorgen, arbeiten, Homeschooling, Mittagessen, Küche aufräumen, noch mehr Homeschooling, Streit unter den Geschwistern schlichten, dann zu spät zu einem Zoom-Meeting für die Arbeit kommen, Kinderzimmer aufräumen, Wäsche aufhängen, kurz fürs Abendessen einkaufen, Kinder mit dem Abendbrot versorgen, Kinder ins Bett bringen und den Wecker auf 5, 6 Uhr morgens stellen, um dann noch vor- oder nachzuarbeiten für die Arbeit, was liegen geblieben ist. So oder so ähnlich könnte ein Tag einer Mutter momentan in der Pandemie aussehen, auch einiger Väter, die wir nicht vergessen dürfen natürlich. Aber Jutta Almendinger, die Soziologin, hat die Zahl genannt dazu, 52% machen die Frauen mehr Care, Familien- und Sorgearbeit zu Hause. Auch eine Frage der Rahmenbedingungen und der Arbeitsverhältnisse in den bezahlten Jobs. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung sagt, dass diese vor der Pandemie bereits existierenden Ungleichheitsstrukturen sich noch mal verdichten, aber vom Trend her gefühlt nach der Pandemie eventuell fortgeführt werden und sich weiter noch vertiefen werden. Wie schaffen wir also faire Löhne und Sorgearbeit und Familienarbeit, die gerecht aufgeteilt ist? Und das diskutieren wir jetzt in der Runde. Und welche Rahmenbedingungen braucht es, um auch faire Löhne in den Jobs und in den sogenannten Frauenberufen zu schaffen? Das diskutieren wir jetzt in der Runde mit Clara Geiwitz. Sie ist SPD-Parteivorsitzende und natürlich nicht Initiatorin des Equal Care Days. Aber den haben wir auch dabei, einen Mitinitiator, nämlich Sascha Verlan vom Equal Care Day. Hallo Sascha, herzlich willkommen. Und ich freue mich auch, in der Runde begrüßen zu dürfen Barbara Gorgs. Sie ist Verkäuferin, Konzernbetriebsvorsitzende der Edeka in Hannover, in Minden genauer gesagt, und bringt eine Insicht, die Insicht einer Frau mit, die in einem sehr systemrelevanten Job derzeit tätig ist und in dem Umfeld. Barbara, wir haben uns auf das Du geeinigt hier in der Runde. Also Barbara, herzlich willkommen. Wie war das denn? Im ersten Lockdown wurde geklatscht. Wie hast du das empfunden und wie geht es dir und deinen Kolleginnen jetzt? Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich, dass ich das ein bisschen ein Bild da reinbringen kann, wie es bei uns war im Einzelhandel. Wenn ich mich zurückerinnere an März letzten Jahres, zu Anfang, man hatte noch so die Bilder aus Italien im Kopf und hat gedacht, naja, berührt uns das auch, kommt das auf uns zu? Und wir konnten gar nicht so schnell gucken, da war es bei uns. Die Leute haben Hamsterkäufe gemacht. Auf einmal haben die unsere Läden gestürmt. Ich muss sagen, ich bin im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Und es war super anstrengend. Und wir haben immer gedacht, naja, wird sich wieder beruhigen. Aber seit einem Jahr sind wir unter Dauerstrom quasi. Es ist wie, als wenn Weihnachten und Ostern zusammen sind und das gar nicht wieder aufhört, weil die Leute so viel einkaufen gehen. Dann wurde geklatscht. Das tat gut, aber irgendwie haben wir das Gefühl, es klatscht jetzt keiner mehr und wirklich geholfen hat es überhaupt nicht. Weil diese Grätsche zwischen Homeschooling, pflegende Menschen versorgen, arbeiten gehen, pünktlich auf der Arbeit sein, also es ist ganz, ganz schwierig, das alles hinzubekommen. Und es gab dann Prämien, es gab in manchen, ja, das, aber auch das war ganz unterschiedlich. Bei uns gab es eine Prämie, bei vielen gab es nur Gutscheine, manche haben sogar gar nichts gekriegt. Das war alles sehr, sehr schwierig. Und wenn ich die Situation heute mir anschaue, viele sind so müde, sich an Regeln zu halten. Ich muss sagen, ich arbeite in einem sehr großen Lebensmittelgeschäft und wir dürfen bei uns bis zu 300 Leute dürfen in den Laden reinkommen, weil wir so viele Fläche haben. Und manchmal ist es so, dann hat man das Gefühl, die kommen zu uns zum Freizeitvergnügen. Wir hoffen immer, dass wir alle versorgen können. Wir hoffen, dass möglichst je Haushalt nur einer einkaufen kommt. Aber die kommen mit der ganzen Familie, mit Oma, Opa und Kindern. Dann kommen die alle gemeinsam, dann treffen sie noch ihre Nachbarn, Freunde, Verwandte. Es ist ja auch super, nirgendwo anders darf man sich treffen. Aber im Einzelhandel, wenn die zufällig alle gleichzeitig da sind. So, und manchmal ist man dabei, Waren ins Regal zu räumen, dann kommen Leute, raken über einen drüber, dann denkt man, oh Gott, ne, kann ich mal an die Dose Erbsen ran oder wie auch immer. Und dann ist der Abstand überhaupt nicht eingehalten und stehen Leute gegenüber, die ihre Maske nicht richtig tragen, die unter der Nase sitzt, die ganz schlecht sitzt oder ja, der Abstand wird nicht. Also es sind ganz viele Sachen,
Da und im Einzelhandel ist es so, dass ja, wir haben unseren Mundschutz, wir haben an manchen Stellen Plexiglas vor uns, an den Kassen haben wir überall die Scheiben. Und ich muss sagen, toi, 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 mal auf Holz klopfen. Es sind von meinen direkten Kollegen auch noch nicht viele erkrankt. Und es ist alles gut gegangen bis jetzt, aber man nimmt eine Angst mit nach Hause. Ich hab diese Corona-Warn-App, die von der Bundesregierung auch empfohlen ist, runterzuladen. Und ich habe in der einen Woche vor Weihnachten, glaube ich, 19 Kontakte gehabt. Und davon waren 6 positiv, die sich nachher als Corona-positiv gemeldet haben. Und dann guckt man abends auf das Ding und denkt, oh Gott, ne? Meine Mutter ist über 80, die wohnt bei mir mit im Haushalt. Mein Mann, die Kinder, was trage ich jeden Tag nach Hause an Gefahr für meine Familie? Und nochmal, ich bin froh, dass es bisher so gut gegangen ist. Und wenn ich manchmal das sehe, wie manche Leute im, ja, ich bin auch froh, dass ich einen Job habe und dass ich eine vernünftig gut bezahlte Arbeit habe und alles gut, ne? Aber manchmal hat man schon ganz schön Angst, wenn man nach Hause geht. Also Corona macht Angst und ja, auch Druck. Druck im Laden, Druck unter den Kollegen und ja, es ist sehr anstrengend. Corona macht Angst und Druck. Clara, wir haben gesehen in der Pandemie, die Dienstleistungsbranche, also Einzelhandel und auch die Pflegerinnen und Pfleger und weitere Berufe, das sind hauptsächlich Frauen beschäftigt mit die weniger verdienen als die männlichen Kollegen in der Branche und grundsätzlich auch weniger verdienen, die haben den Laden am Laufen gehalten. Es wurde geklatscht, das Klatschen ist jetzt verstummt. Was muss jetzt passieren? Was kann die Politik machen? Also erstmal muss jede Frau überlegen, was sie selber für sich tun kann. Und ich habe da mal 2 einfache Empfehlungen. Erstens, jede Frau sollte in eine Gewerkschaft gehen. Weil da werden die grundlegenden Arbeitsbedingungen, die Tarifverträge, und das ist ja gerade ein großes Problem, dass viele Frauen in Bereichen arbeiten, wo es keinen Tarifvertrag gibt. Und wenn wir die Gewerkschaften stark machen, wenn jede einzelne Frau die Gewerkschaft stark macht in ihrer Branche, dann hilft es ihr am allerbesten. Und zweitens, es ist ganz praktisch, wir sind in einem Wahljahr, einfach mal gucken, was steht eigentlich in dem Parteiprogramm zu der Frage gleicher Lohn für Männer und Frauen. Und wir sind der Meinung, dass es nicht sein kann, dass wir als Gesellschaft akzeptieren, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger kriegen als Männer. Wir haben zwar erste Ansätze von einem Entgeltgleichheitsgesetz, aber das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich finde nämlich, das muss jetzt nicht Sache der Frau sein, irgendwie rauszukriegen, dass sie weniger verdient als die Männer bei sich auf Arbeit und dann mit ihrem Chef zu verhandeln oder ihn gar zu verklagen. Das ist doch klar, dass das kaum eine Frau macht, sondern es braucht eine externe Zertifizierung, wird in dem Unternehmen nach Tarifvertrag bezahlt, dann in Abständen zu gucken, sind Männer und Frauen gleichberechtigt bei der Bezahlung. Das ist aus meiner Sicht wichtig, weil ob wir über die Quote reden oder andere Sachen bei der Frauenförderung, es geht immer um die Verteilung von Macht und Geld und Einfluss. Und da wissen wir alle, das geht nicht mit Zielvereinbarungen, die freiwillig sind, das geht nicht mit bitte, bitte, sondern das geht leider nur um Durchsetzen, um die Formulierung von harten Quoten und gesetzlichen Vorgaben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was Sie eingangs gesagt haben, diese Pandemie hat nochmal ein Schlaglicht geworfen auf die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen von Männern und Frauen und hat also ganz klar auch nochmal gezeigt, dass diese ökonomischen Unterschiede in der Bezahlung bei vielen Familien zu der ganz praktischen Entscheidung geführt haben, wenn einer zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst, weil die Schule zu ist, dann ist es natürlich in der Regel derjenige, der je weniger verdient. Und wenn wir an der Frage nichts schrauben, dann wird sich da natürlich auch zum Beispiel die Lohnlücke, die ja dann auch wieder zu einer Rentenlücke führt, nicht schließen. Barbara, die Gewerkschaften wurden angesprochen, die Tarifverhandlungen. Du sitzt in solchen Runden auch mit dabei. Du bist ja Betriebsrätin. Wie ist denn die Stimmung da? Wie ist die Parität? Wie viele Frauen sitzen da mit am Tisch? Und hast du das Gefühl, dass die Männer die Frauen in diesen Runden auch richtig, also zielführend vertreten können? Also es ist so, ja, ich bin auch Tarifkommissionsmitglied und Betriebsrätin. Also im Handel ist das Gesicht weiblich. Die meisten Beschäftigten im Einzelhandel sind Frauen. Das kann ich schon mal sagen. Also 75% aller Mitarbeiter sind bei uns Frauen und das in Teilzeit. Und das ist aus meiner Sicht, hat viel Potenzial zur Verbesserung nach oben. Nur 9% aller Männer sind
sind in Teilzeit beschäftigt. Im Betriebsrat haben wir eine Minderheitenquote. Da sprechen wir gar nicht von Männerquote oder Frauenquote. Das Betriebsverfassungsgesetz sagt, es muss die Minderheit entsprechend vertreten werden. Deshalb sind bei uns die Männer die schützenswerte Minderheit, wenn wir in den Wahlen sind. Und mindestens ein Mann muss dann bei uns zum Beispiel mit im Gremium sitzen. Aber ob überall dort, und das begegnet mir immer wieder, überall dort, wo es keine gesetzliche Pflicht gibt, da sind die Führungspositionen von den Männern besetzt. Die Karriere als Frau ist schwierig und die Frau ist oft in der Sorgeaufgabe der Familie, der Pflege von alten Leuten, von behinderten Menschen. Da trifft man viel mehr Frauen als Männer. Und dadurch, dass viele Frauen so in Teilzeit gefangen sind, das Teilzeit- und Befristungsgesetz ermöglicht nicht das nach oben, also die Erhöhung der Stunden und die Altersarmut ist vorprogrammiert. Viele Kolleginnen und Kollegen, also ich sehe da schwarz für die Renten von manch einer Kollegin im Markt. So, ne? In den Tarifkommissionen, da hast du eben gefragt, wie sieht es denn da aus? Ja, da ist es, wenn du den Raum betrachtest, wo die Menschen drin sitzen, dann kann man sagen, das ist gleich verteilt. Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Die Männer sitzen auf der Arbeitgeberseite und die Frauen sitzen auf der Arbeitnehmerseite. Weil auch in den Gewerkschaften sorgen wir dafür, wir haben uns selber in unseren Statuten auferlegt, dass wir, also dass die Frauen vertreten sind und dass die Frauenpositionen besetzt sind. Klar haben wir da auch manchmal Männer mit dabei. Die sind ja auch ein Teil vom Einzelhandel und das ist ja auch gut so. Aber das ist immer so, auf der Arbeitnehmerseite sitzen viele Frauen, auf der Arbeitgeberseite sitzen mehr Männer, vereinzelt Frauen. Also es gibt durchaus Frauen in Führungspositionen und oft sehe ich Frauen in Führungspositionen, die keine Kinder haben. Das ist zwar, also ich habe selber zwei Kinder und ich würde und arbeite Vollzeit. Ich bin froh, dass ich das machen kann und finde das auch richtig gut. Ich würde mir nur wünschen, dass das mehr Frauen mit Kindern hinbekommen könnten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne in die Ecke gestellt zu werden. Boah, kümmerst du dich überhaupt? Gibst du deine Kinder ab? Das ist doch voll. Also es gibt so viele Vorurteile in der Gesellschaft. Das ärgert mich richtig, wenn ich solche Sachen höre. Es muss auch ein Wandel in dem stattfinden in der Gesellschaft, wie respektvoll man damit umgeht. Und da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Sascha, ja. Vorurteile in der Gesellschaft, die Öffentlichkeit spielt auch eine große Rolle. Was kann die Gesellschaft eigentlich selber initiieren, tun? Du bist Mitinitiator des Equal Care Days, der war jetzt am Montag. Wie ist die Stimmung denn in der Öffentlichkeit zu diesem Thema Care Day? Unbezahlte Sorgearbeit, Familienarbeit, Pflegearbeit? Gibt es dafür ein Mainstream-Bewusstsein, dass das auch einen starken Wert hat? Da sind wir ja dran, diesen Mainstream zu schaffen. Deshalb haben wir den Aktionstag und den Gedenktag gegründet, weil das Thema, man kann sich das schwer vorstellen, aber 2017 wurde der Gender Care Gap zum ersten Mal berechnet und seitdem gibt es überhaupt erst Zahlen. Davor gab es nur Zahlen, wie ist die Verteilung der Geschlechter in Berufskontexten. Das heißt, wir müssen das tatsächlich einfach jeden Tag und immer wieder und gerade wenn applaudiert wird, immer nochmal deutlich machen. Darum geht's nicht, sondern wir brauchen tatsächlich, wir müssen die Gesellschaft einmal vom Kopf auf die Füße stellen. Und wir sind so sehr in wirtschaftlichen Dingen, aber die Grundlage und die Basis für unsere Gesellschaft, für Gemeinschaft und für Respekt und letztlich auch die Grundlage für Leben ist die Sorgearbeit, ist die Care-Arbeit. Ein kleines Kind, ein Baby, das auf die Welt kommt, würde nicht lange leben, wenn da nicht Menschen sind, die sich kümmern. Und wir haben uns angewöhnt, das von der Wirtschaft her zu sehen und erst muss die Wirtschaft funktionieren und wenn das läuft, dann können wir uns auch die Sorgearbeit leisten. Aber das ist falsch. Die Sorgearbeit ist die Basis, ist die Grundlage und ich glaube, wir brauchen einen ganz starken Wandel in unseren Köpfen. Ich nehme mich da gar nicht raus. Einfach, dass wir wegkommen von solchen Sachen. Ich arbeite gerade nicht.
wenn eine Frau sich um Familie oder pflegebedürftige Angehörige kümmert. Natürlich arbeiten wir. Man hat auch keine Lücke im Lebenslauf, wenn man mal 2, 3 Jahre ausgestiegen ist und sich gekümmert hat. Erstens hat man weitergelebt und zweitens hat man ja auch gearbeitet. Und da müssen wir, glaube ich, an ganz vielen Schrauben drehen, um einfach das wieder in unsere Köpfe reinzukriegen, dass sowas wie Respekt, ganz wunderbares Motto, einfach nur möglich ist, wenn wir alles respektieren. Und zwar, wie hat unser eigenes Leben angefangen? Weil Menschen da waren, die sich gekümmert haben, die uns erzogen haben, die uns gebildet haben und die uns den Rücken freigehalten haben, die uns getröstet haben. Und wenn das alles nicht da wäre, dann wäre keine Wirtschaft und keine Gesellschaft. Clara, was würde denn passieren, wenn dieses Umdenken in der Gesellschaft stattfinden würde, der Wert der Care-Arbeit nochmal anders gesehen würde? Würden sich dann auch in den Tarifverhandlungen, flächendeckende Tarifverhandlungen, da vielleicht mehr tun? Denn wir haben in der Pflege gesehen, das ist jetzt nicht durchgekommen in den letzten Verhandlungen. Im Bereich der Altenpflege gab es wiederum keine allgemein verbindlichen Tarifverträge. Ist das der Ansatz, die Care-Arbeit und die Rahmenbedingungen letztlich auch für bessere Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle da in die Köpfe der Menschen zu bekommen und somit in die Köpfe der Unternehmensleiter, Geschäftsführer und auch an die Arbeitgeber heranzutragen? Ja, du sagst jetzt, die Caritas hat leider verhindert, dass wir für viele tausende Pflegekräfte bessere Arbeitsbedingungen, höheren Lohn haben. Das finde ich persönlich sehr unverständlich. Die gleiche Verteilung von Care-Arbeit ist aus meiner Sicht total wichtig. Und zwar für die Frage, können wir zum Beispiel die Bezahlungslücke zwischen Männern und Frauen schließen? Und können wir auch die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen schließen? Das alles ist quasi der lange Effekt der Ungleichverteilung von Care-Arbeit. Wenn man die 1, 2 Stunden, die die Frau am Tag in den Haushalt investiert und die der Mann nicht in den Haushalt investiert, nehmen würde, was für ein Potenzial hätten dann die Frauen, sich weiterzubilden, im Job die nächste Stufe zu erklimmen, andere Sachen zu machen, Sport zu treiben, sich um den eigenen Körper zu kümmern. Also die zusätzliche unbezahlte Mehrarbeit, die Frauen leisten, führt natürlich zum Beispiel auch darin, dass sie häufiger in Teilzeit sind. Das führt dann dazu, dass sie weniger Rente bekommen. Und das kann man natürlich politisch ändern. Da gibt es zum einen institutionelle Unterstützung. Wir brauchen eine Ganztagsbetreuung vom kleinen Kind bis zur Schule. Dann muss man, weil viele Familien gleichzeitig heute Kinderbetreuung haben und die Eltern pflegen, muss man die Vereinbarkeit von Familie und Pflegearbeit von Beruf staatlich besser finanziell absichern können. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, dass es zum Beispiel auch Entlastung gibt. Also viele haben ja auch eine Unterstützung im Haushalt, das können sich aber nicht alle leisten. Und häufig haben wir in dem Bereich auch Schwarzarbeit. Deswegen wollen wir ein Modell schaffen, wo Familien auch mit geringem Einkommen eine Unterstützung bekommen, um sich zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen einzukaufen und diese dann auch sozialversichert ausgeübt werden. Also das ist ein ganzes Maßnahmenpaket, was wir brauchen, um dieses dicke Brett, was ja jahrhundertelange Tradition hat, die Ungleichverteilung der Care-Arbeit auch wirklich gesellschaftlich anzugehen. Und wir haben es gesehen bei den Tarifverträgen, wo man gesagt hat, wir klatschen erstmal, mit der besseren Bezahlung halten wir uns zurück. Wir werden das jetzt am 8. März wieder erleben, dass ganz viele Männer einen Blumenstrauß in die Kamera halten und sagen, liebe Frauen, ihr seid toll. Darum geht es aber nicht. Es geht am Frauentag nicht darum, es geht nicht am Equal Care Tag darum, dass man mal Dankeschön sagt, dass das immer so schön ordentlich alles gemacht wird, sondern dass man kapiert, dass wir in unserer Gesellschaft strukturelle Benachteiligung von Frauen haben. Und was ich ganz toll finde, dass Männer und Frauen gemeinsam daran arbeiten, auch beim Equal Care Day, das zu überwinden. Sascha, wenn wir über den Wert von der Care-Arbeit sprechen, wie könnte man den denn mal messen? Wäre ein Stundenlohn von 12 Euro da angemessen? Das Erste, was natürlich ist, ist, private Care-Arbeit wird, weil sie privat ist, gar nicht ins Bruttoinlandsprodukt einberechnet. Und das wäre mal eine erste Maßnahme, weil das Bruttoinlandsprodukt immer so als Wohlstandsmaß dient, dass wir das einfach mal mit einberechnen und dass wir darüber diskutieren, was ist diese Arbeit denn wert? Und dann jetzt auf diese an sich schon
gewachsen, mit Macht durchgesetzten geringen Löhne dann im Care-Bereich, im Sagebereich zu gehen, ist natürlich falsch. Und ein Stichwort, das ich noch mit reinbringen möchte, es geht ja gar nicht um diese reine Zeit, die gebraucht wird, um ein Essen zu kochen, um ein Kind zu versorgen, sondern es ist dieses ganze, diese Mental Load ist das Stichwort dazu, diese mentale Belastung, die da noch mit einhergeht. Also auch das Wissen und das Organisieren und das Vorausplanen und das Wissen, was als nächstes kommen wird. Und dann sind wir nicht nur bei den anderthalb oder zwei Stunden, von denen Frau Geiwitz gesprochen hat, sondern dann sind wir in einem ganz anderen Kosmos, wo diese Ungleichverteilung noch sehr, sehr viel stärker ist. Das heißt, wir müssen wertschätzen, dass Sorgearbeit immer auch viel mit Wissen und mit dran denken zu tun hat. Und ich glaube, wir müssten einfach das, was das Gegenteil ist von Sorgearbeit, einfach mal beim Namen nennen, weil alle, die ihre Sorgeverpflichtungen abtreten an andere, dann ja meistens wieder Frauen, die meistens eine Migrationsgeschichte haben. Alle die Sorgeverantwortung nicht übernehmen, sind rücksichtslos, sind in ihren Beziehungen, in ihren Partnerschaften und sind letztlich auch gesellschaftlich. Das ist rücksichtsloses Handeln. Dass das alles strukturell einem nahegelegt wird, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir über Respekt heute hier reden, dann ist das, glaube ich, ganz vorne dran, dass wir auch die Respektlosigkeit des Systems, aber auch vieler Einzelner und dann eben vieler Männer einfach beim Namen nennen. Wie viele Männer, Sascha, haben wir denn da schon in diesem Denkmuster mit an Bord? Also ich habe gesehen, beim Equal Care Day haben sich die Männer auch gemeldet und gesagt, ich bin mit meinem Kind, mit dem Baby auf dem Spielplatz und werde angesprochen, ach, ist denn die Mama heute krank? Also wie sehr sind denn die Männer an Bord? Ist es am Ende ein Generationsproblem oder ist das viel zu einfach? Das ist leider kein Generationsproblem. Das war so unsere Hoffnung, dass wir einfach... Man muss nur einfach ein bisschen geduldig sein und mit neuen Generationen kommt was Neues dazu. Ich habe ein Arbeitsblatt mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, was Kinder heute lernen in der Schule. Durch Homeschooling kriegt man ja viel mehr mit, was in der Schule passiert. Und das ist ein Arbeitsblatt für die Grundschule, wo drin steht, Mutti hat viele Aufgaben. Und dann geht es ums Putzen und ums Kochen und ums Kinderversorgen. Das heißt, das Bildungssystem und dann natürlich auch die ganze Werbung und alle Filme reproduzieren immer wieder das Bild, dass die Männer im Haushalt und in der Kindererziehung nichts gebacken kriegen und dass das sowieso ein Bereich für Frauen ist. Das heißt, wir müssen an ganz vielen Stellen an diesen Bildern arbeiten, dass die nächste Generation tatsächlich in der Lage ist, anders an Beziehungen, an Familie heranzugehen. Und da sehe ich gerade, dass das mit der Generation und mit dem Geduldigsein einfach nicht passieren wird, weil viel zu viele Einflüsse dieses System immer wieder reproduzieren. Und für die Männer kann ich nur sagen, es wurde immer wieder, Frau Giffey hat es auch gesagt, das Wahlrecht für Frauen ist nicht vom Himmel gefallen. Die Sorgebeteiligung, die aktive Vaterschaft wird den Männern nicht in den Schoß fallen, sondern Männer müssen dafür eintreten, müssen kämpfen, müssen aufstehen, müssen zu ihren Arbeitgebern, zu ihren Chefs gehen und sagen, ich mache aber nur 30 Stunden neue Vollzeit oder ich gehe jetzt für 6 Monate in Elternzeit. Wir müssen als Männer dafür einfach kämpfen. Das wird uns nicht einfach geschenkt werden. Als Männer kämpfen, Barbara, wenn du mit deinen Chefs, mit der Geschäftsführung des Edeka-Konzerns sprichst, das ist ja auch eine genossenschaftliche Struktur, da gibt es viele Filialen, jede Filiale hat nochmal seinen eigenen Chef und eventuell seine eigenen Arbeitsstrukturen. Wo sind da die Hürden oder das, was Sascha sagt, könnte man diese Argumente anbringen auf der Ebene oder was wünschst du dir, was soll da in den Köpfen passieren? Das ist auch ein Kulturwandel sicherlich. Ja, was wünsche ich mir? Ich würde mir erstmal wünschen, dass Betriebsratswahlen erleichtert werden, dass alle Betriebe Betriebsräte haben. Ich sehe das so, dass viele kleine Betriebe es schwer haben mit der Betriebsratswahl. Die Mitbestimmung für die Betriebsräte müsste gestärkt werden. Und ich sehe auch, so viele Betriebsräte geraten auch unter Druck und da muss was gegen getan werden. Wir müssen was tun für unsere Frauen oder überhaupt für Frauen und Männer, um Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu stärken. Die Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden. Wir brauchen, das hatte eben Clara schon gesagt, Gewerkschaften an unserer Seite und wir brauchen mehr Gewerkschaftsmitglieder, die gemeinsam diese Sachen fordern.
Leider sind viel zu wenige Menschen in der Gewerkschaft organisiert, gerade im Einzelhandel. Es muss sich mehr lohnen, in der Gewerkschaft zu sein, und es muss sich mehr lohnen, für beide Seiten Tarifverträge anzuwenden. Wenn ich jetzt mal sage, Mensch, werd doch Mitglied in der Gewerkschaft, kann ich zu jemandem in einer höheren Lohngruppe sagen, du kannst es absetzen von der Steuer, du kannst davon profitieren und, und. Das kann ich zu einer geringfügig Beschäftigten nicht sagen. Die kann den Steuer- und den Gewerkschaftsbetrag nicht absetzen von der Steuer, weil sie gar keine Steuern zahlt. Ich habe Kolleginnen, die als Aufstocker arbeiten, nicht nur, also bei uns im Laden, es gibt ja, also ich kann von Glück sprechen, in meinem Betrieb wird der Tarifvertrag angewendet, wir haben einen vernünftigen Betriebsrat, der gut funktioniert, also, aber es gibt ja, ich sag mal, Kick und Co., die Messlatte nach unten ist ja ohne, die einzige Grenze, die es gibt, ist der Mindestlohn, aber ich sag mal, es gibt Arbeitgeber, auch außerhalb von Edeka, und das sieht man wahrscheinlich auch in allen Branchen, da ist auch der Einzelhandel nicht alleine für prädestiniert, die einfach nur das gesetzliche Minimum anbieten müssen, und das ist so schlecht, dass Menschen davon ihrer Arbeit nicht leben können. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel, die als Aufstocker arbeiten. Wenn ich denen sage, du, wir haben eine Lohnerhöhung rausgeholt, dann sagen die, ja, besten Dank, das ist nur noch wieder Arbeit für mich, da muss ich zum Amt, ich bin Aufstocker. Der einzige Unterschied ist, ich bekomme demnächst nicht mehr so viel Aufstockungssumme, weil mein Lohn sich erhöht hat. Wenn ich mir was aussuchen dürfte, die Leute müssen von ihrer Arbeit leben können. Und wenn jemand in Teilzeit ist und sagt, ich kann jetzt, die Kinder sind aus dem Haus oder keine Ahnung, oder die Situation hat sich verändert und die wollen wieder mehr arbeiten, dann soll denen das auch zustehen. Das ist heute nicht so. Heute kann niemand sagen, ich habe jetzt nur eine 10 oder ich arbeite nur 15 Stunden in der Woche, ich bin geringfügig beschäftigt, aber ich möchte jetzt gerne mehr arbeiten. Dann der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem nachzukommen. Das ist ein Bitten und Betteln, ja. Manche von uns haben 2, 3 Jobs, damit sie überleben können. Und ich würde mir wünschen, dass die, das ist auch nochmal so eine Sache, dass die Tarifverträge überall angewendet werden. Es gibt ja, alle sagen, und viele Politiker sagen das auch, das kommt immer gut in den Medien, wenn man das in die Kamera sagt, ah, die Allgemeinverbindlichkeit müsste hergestellt werden. Ja, aber da muss man mal hingehen und gucken. Die Gesetzgebung hat vor vielen Jahren eine OT-Mitgliedschaft ins Leben gerufen. Der Arbeitgeber darf im Arbeitgeberverband sein ohne Tarifbindung. Das ist doch Mist. Aus meiner Sicht müssen sich alle an die Tarife halten. Ja, dann haben wir gesagt, okay, die beiden Parteien, Arbeitgeberverband und Arbeitnehmerverband, können ja eine Allgemeinverbindlichkeit beantragen. Ja, aber nur gemeinsam. Welcher Arbeitgeber ist denn so bekloppt und sagt, ich möchte den Lohn unterwandern, den Tarifvertrag, und verpflichte mich dann, diesen Allgemeinverbindlichkeitsantrag zu stellen? Das machen die ja nicht. Zumindest, das interpretiere ich da jetzt mal rein. Also es ist ja so, wir müssen diese gesetzlichen Hürden müssen abgebaut werden. Es muss einfacher sein, eine AVE zu beantragen. Es muss sich lohnen, in der Gewerkschaft zu sein, und auch Geringverdiener, die wenig Steuern zahlen müssen, die schon an der untersten Grenze dessen, dass man davon leben kann, für die muss das ein echter Mehrwert sein. Wir müssen mehr werden und wir müssen uns stark machen, sonst kriegen wir es echt nicht hin, sonst wird es immer schlechter. Und stark machen, Barbara. Vielen Dank, Clara. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Wir müssen uns stark machen, sagt Barbara. Menschen müssen von ihren Löhnen leben können. Und es gibt tatsächlich da Hürden, die abgebaut werden müssen. Da klingelt es doch in der Politik. Welche Instrumente kann die Politik einsetzen? Wir sind am Ende der Zeit. Also dein Schlusswort nochmal für diese Runde, Clara. Was sagst du, Barbara und auch Sascha, für die Menschen da draußen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Frauenberufen und in den Dienstleisterberufen, die zu wenig verdienen. Wovon sollen sie Hoffnung schöpfen? Also ein Instrument ist natürlich der Mindestlohn, den wir auf 12 Euro erhöhen wollen. Das andere, was ich gesagt hatte, war Entgeltgleichheitsgesetz, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Dann Familienarbeitszeit so ausgestalten, dass Männer auch wirklich es können, gleich am Anfang sich um die Kinder zu kümmern, ohne dass sie davon finanzielle Nachteile haben. Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Arbeit werden wir in Angriff nehmen. Und das sind nur einige Sachen, die die Politik machen kann. Und ein Wunsch in Richtung Arbeitgeber wäre,
einfach auch mal anzuerkennen, dass die Auszeit, von der Sascha vorhin gesprochen hat, ja keine Auszeit ist, sondern eigentlich eine Phase, wo man unglaublich viel Sozialkompetenz erwirbt, wenn man sich um seine Kinder kümmert, wenn man die Familie zusammenhält, wenn man die Großeltern pflegt. Das ist etwas, was man anschließend in der Arbeitswelt auch mit einsetzen kann. Wir kennen alle Menschen, die vielleicht nicht so gruppenerfahren sind und merken auch, wie schädlich das im Arbeitsalltag sein kann. Also einfach mal eine Familienphase als Qualifizierung auch für die Beschäftigungszeit anzuerkennen, das wäre mein Wunsch in Richtung Arbeitgeber. Und die Männer dabei nicht vergessen. Vielen Dank, Clara, vielen Dank, Sascha, vielen Dank, Barbara, für diese Runde. Kurze Runde auch, viele Themen angesprochen. Wir könnten noch ewig weitersprechen. Wir sind am Ende unserer Zeit. Und jetzt übergebe ich nochmal für eine Verabschiedung, die uns nochmal einen Rahmen gibt für diesen ganzen Tag der Gleichstellung, an Saskia. Und da ist sie auch schon, Saskia. Wie war dieser Tag, wie diese Diskussion? Also wir hätten noch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit gebrauchen können, bis zum Ende des Tages durchdiskutieren können. Aber viele Punkte sind genannt worden, vieles angesprochen worden. Das sind Anreize und das soll jeder und jede Frau, jeder Mann, jede Menschen von jedem Geschlecht erstmal mit nach Hause nehmen und sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und wir brauchen alle, wir können nur gemeinsam etwas tun. Deine Abschlussworte jetzt, Saskia, für diesen Gleichstellungstag, zwei Tage vor dem Weltfrauentag. Ja, vielen Dank, Lisa, liebe ZuschauerInnen. Ich hoffe, ihr habt die Gespräche genauso verfolgt wie ich. Ich finde es wirklich toll, wie viele ganz unterschiedliche, aber durch die Bank großartige Frauen und Männer wir heute zu Gast haben konnten, eindeutig ein Vorteil dieser digitalen Formate in Zeiten von Corona. Und wir haben kaum ein gleichstellungspolitisches Thema ausgelassen. Wir haben uns gefragt, was macht die Sprache eigentlich mit uns? Was macht sie mit der Gesellschaft? Was tun wir, um der Gewalt gegen Frauen, gegen der Diskriminierung von queeren Menschen, deren People of Color ein Ende zu bereiten? Und wie begegnen und wie bekämpfen wir den Hass im Netz? Welche Bedeutung, auch das haben wir uns gefragt, welche Bedeutung hat eigentlich die Berufswahl und der Arbeit für die Gleichstellung? Was kann sich verändern, wenn wir Erwerbsarbeit und Care-Arbeit gleichberechtigt aufteilen? Das würde die Gesellschaft sehr stark verändern. Was passiert, wenn gleiche und gleichwertige Arbeit gleich entlohnt wird? Und welche Potenziale setzen sich dadurch womöglich frei? Und wie verhindern wir, auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass der unwidersprochen vorhandene Corona-Rollback sich verfestigt. Das darf nicht geschehen. Was könnte sich verändern, wenn wir nicht nur die Hälfte vom Kuchen, sondern auch die Hälfte der Macht bekommen? Wie würde eine Welt aussehen, in der mehr Frauen, mehr diverse Teams politische Entscheidungen treffen, Unternehmen gründen, Führungsverantwortung übernehmen? Und wie würde eine Welt aussehen übrigens, in der Frauen, in der diverse Teams programmieren, Politik machen, aber auch die Digitalität sozusagen steuern? Gibt es dann eine KI möglicherweise, eine künstliche Intelligenz, die diskriminierungsfreie Entscheidungen trifft, weil wir es ihr beibringen? Das wäre tatsächlich eine wichtige Entwicklung. Ich will ganz herzlich Danke sagen an die vielen Frauen und Männer, die uns jetzt auf den Podien interessante Impulse gegeben haben. Jagoda Marinic, Rejan Schein, Clara Greiwitz, Sascha Werlan, Barbara Gorks, Franziska Giffey, Jasmin Arbabian Vogel und Anna-Maria Trasnea und natürlich an Olaf Scholz und nicht zuletzt an dich, liebe Lisa, unsere Moderatorin, die sehr, sehr wertvolle, unterschiedliche Perspektiven auf all diese Fragen in die Veranstaltung gebracht hat. Eines hat sich durch alle unsere Gespräche gezogen: die Gleichstellung der Geschlechter, der Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, die Überwindung auch der Ungleichheit von Einkommen, von Vermögen, von Chancen. Zusammengefasst, die gleiche Teilhabe für alle Menschen, das ist eine Frage des Respekts. Respekt für Frauen und Männer, Respekt für die Vielfalt, für individuelle und für kollektive Identitäten, egal wo man herkommt, egal wo und wie man lebt, egal wen man liebt. Respekt für die Arbeit, egal ob man sie in einem technischen, in einem sozialen oder in einem Dienstleistungsberuf erbringt. Respekt für die Sorgearbeit, die auf keinem Stundenzettel erfasst wird. Und ich denke, wir mit unserem Zukunftsprogramm können wir gleichstellungspolitisch zufrieden sein. Wir erweitern für die, die das wollen, unsere Idee von Partnerschaft. Wir schaffen für neu geschlossene Ehen das Ehegattensplitting ab und wir beenden damit die Förderung der Alleinverdiener-Ehe. Wir wollen, dass Berufe, in denen harte Arbeit geleistet wird, Dienstleistungsberufe, soziale Berufe, die jeden Tag für unsere Gemeinschaft im Dienst sind,
und sie im Kernzusammenhalten endlich angemessen entlohnt werden. Auch damit sie eines Tages vielleicht keine klassischen Frauenberufe mehr sein müssen. Und wir wollen Innovation, die zunehmend unser Leben beeinflusst, eine Richtung geben. Für all das steht die SPD, für all das steht unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Und er hat heute, finde ich, eindrücklich gezeigt, dass er die wichtige Aufgabe der Gleichstellung aus Überzeugung trägt und vorantreiben will. Er hat gesagt, er ist Feminist und es wurde vielfach debattiert, ob man das so sagen kann und wie leicht es heute fällt, es sozusagen. Das fand ich sehr spannend. Aber ich will ganz klar sagen, mit Olaf haben wir Frauen einen Verbündeten im Kampf um ein respektvolles Miteinander. Und nicht nur mit ihm, sondern mit vielen anderen Männern in der Sozialdemokratie. Danke, Olaf, dass du die Stellung der Frauen in der Gesellschaft als Maßstab für unsere Modernität und für die Modernität auch der Gesellschaft begreifst. Damit bist du ein moderner Typ. Angesichts des strahlenden Wetters will ich aber jetzt sagen, will ich euch nicht länger an den Bildschirm, an die Bildschirme fesseln. Da draußen pulsiert das Leben. Genießt es. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.